Ich darf Ihnen die Herren auf dem Podium ja vorstellen, brauche ich Sie eigentlich nicht, weil Sie alle so bekannt sind, aber ich darf Sie herzlich begrüßen, den Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Herrn Dr. Jens Weidmann. Den Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank, Martin Blessing. Den Vorstandsvorsitzenden der Münchner Rück, Herrn Dr. Nikolaus von Bomhardt. Und Herrn Professor Martin Hellwig, der in Bonn am Max-Planck-Institut ist und dort Gemeinschaftsgüter erforscht. Er ist aber auch der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirates des European Systemic Risk Boards. Und wenn er sich äußert, hat er mir gesagt, äußert er sich als Privatperson. Das wollte ich dann hier auch noch mal begleitend dazu sagen. Wir starten mit Herrn Dr. Weidmann und seinem Statement. Sie haben das Wort. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für den freundlichen Empfang. Das bin ich als Bundesbankpräsident gar nicht gewöhnt. Insofern komme ich gerne wieder zu Ihnen. Ich werde mich mit dem beschäftigen, was die Bundeskanzlerin in ihren Ausführungen als Verdrängungseffekte bezeichnet hat, zumindest mit einem Teil davon. Wir blicken zurück auf eine Krise, die uns hohe volkswirtschaftliche und fiskalische Kosten aufgebürdet hat. Wenn Sie die Staatsverschuldungsquote anschauen, dann sind durch die Krise, während der Krisenzeit, ist die Staatsverschuldungsquote von 65% auf 83% gestiegen. Und eine Hauptursache dieser Krise waren Schwächen im regulatorischen Rahmen, der die Finanzmärkte umgibt. Und damit steht dieser Rahmen eben auch zu Recht im Zentrum der globalen Reformbemühungen. Und deren Ziel ist es, das Finanzsystem widerstandsfähiger zu machen und den Staat und damit den Steuerzahler besser vor künftigen Belastungen zu schützen. Also damit wären wir dann beim Teil Lastenteilung, den die Bundeskanzlerin auch angesprochen hat. Im vorangegangenen Panel wurde intensiv über die Lehren aus der Krise diskutiert, also über das, was bisher erreicht wurde und darüber, was noch zu tun ist. Mit Basel III ist bereits ein großer Schritt getan in Richtung hin zu einem besseren regulatorischen Rahmen für das Finanzsystem, genauer gesagt in Richtung einer höheren Widerstandsfähigkeit der einzelnen Institute. Doch wir müssen, um künftigen Krisen vorzubeugen, auch die systemischen Risiken begrenzen, Risiken also, die von einer begrenzten Quelle ausgehen und die Stabilität des gesamten Finanzsystems bedrohen können. Und zwei dieser Quellen sind von der Regulierung bislang noch nicht ausreichend erfasst, nämlich zum einen die systemrelevanten Finanzinstitute und auf der anderen Seite das Schattenbankensystem. Und daher bilden diese beiden Bereiche eben auch zu Recht den Schwerpunkt der gegenwärtigen Reformdiskussion des Finanzsektors. Und ein Leitgedanke bei dieser Diskussion ist, dass unerwünschtes Verhalten von Akteuren nicht einfach zu verbieten, weil Verbote zum einen natürlich auch umgangen werden können und in der Regel ökonomisch auch der schlechtere Weg sind, sondern stattdessen auf der einen Seite für mehr Transparenz zu sorgen und auf der anderen Seite Anreize zu setzen für ein stabilitätskonformes Verhalten. Und im Folgenden möchte ich kurz auf die Reformbemühungen hinsichtlich dieser beiden Akteure, die systemrelevanten Finanzinstitute und die Schattenbanken eingehen. Zunächst also zu den systemrelevanten Finanzinstituten. Mit Blick auf die systemrelevanten Finanzinstitute haben die G20 bereits im November 2010 ein erstes Rahmenwerk des Financial Stability Boards angenommen und derzeit entwickeln wir im Financial Stability Board, ich bin sowohl im Board selbst wie auch in dessen Lenkungsausschuss, konkrete Regulierungsvorschläge, die im November diesen Jahres dann den G20 vorgestellt werden sollen. Die Arbeiten dazu sind also im Fluss. Und gerade im vorangegangenen Wochenende hat sich der Lenkungsausschuss des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, in dem Herr Sanyo und ich Deutschland vertreten,
sich auf eine Reihe von Empfehlungen zur Regulierung systemrelevanter Banken geeinigt und wird diese nun dem Financial Stability Board vorlegen. Und ab Ende Juli wird dieses Maßnahmenpaket dann in einem öffentlichen Konsultationsverfahren diskutiert werden. Doch worum geht es eigentlich bei dieser Frage? Was sind systemrelevante Finanzinstitute oder SIFIs? Inzwischen heißen sie auch SIPs, weil die Versicherungen erstmal vertagt worden sind. Das sind Finanzinstitute, die so groß, so komplex, so vernetzt oder so global tätig sind, dass sie in ihrer Geschäftstätigkeit schwer ersetzbar sind, sodass ihr Zusammenbruch das ganze Finanzsystem in Mitleidenschaft ziehen kann. Beispiel, das uns allen noch im Kopf ist, ist Lehman Brothers. Und diese Systemrelevanz, die schafft eben erhebliche Fehlanreize. Sie impliziert nämlich, dass im Falle einer Schieflage der Staat einspringen wird, um eine Systemkrise zu verhindern. Deshalb spricht man ja auch von too big oder too interconnected to fail. Und dadurch haben diese SIFIs oder SIPs einen Anreiz, risikoreicher zu agieren und die damit verbundenen Gewinne zu realisieren, eventuelle Verluste allerdings auf den Staat abzuwälzen. Natürlich genießen diese SIFIs auch einen Wettbewerbsvorteil durch diese implizite Staatsgarantie mit kleineren Instituten, beispielsweise im Wettbewerb um Kundeneinlagen. Um diese Fehlanreize zu verringern und den höheren Risiken für die Finanzstabilität Rechnung zu tragen, bedürfen die SIFIs eben einer speziellen Regulierung und Überwachung. Und dazu sind dreierlei Punkte wichtig. Erstens, es muss eine praktisch handhabbare Definition für SIFIs gefunden werden. Und diese Aufgabe ist gar nicht so trivial, wie sie vielleicht klingt. Ich erinnere mich da immer an den Ausspruch des obersten Bundesrichters in den USA, Stewart. Der wurde nämlich mal gefragt, wie er Obszönitäten definieren würde und hat gesagt, ich kann das nicht definieren, das ist sehr schwer zu definieren, aber ich erkenne es, wenn ich es sehe. Und genauso ist es bei den SIFIs im Grunde auch. Im Allgemeinen erkennt man eine SIFI, wenn man sie sieht. Und die deutschen SIFIs haben sich ja auch schon selber erkannt, wie man den Zeitungen entnehmen konnte nach der Diskussion am Wochenende. Für regulatorische oder aufsichtliche Zwecke reicht diese etwas informelle Definition allerdings nicht aus, da ja an diesem Status auch Rechtsfolgen anknüpfen und insofern eine genauere Abgrenzungsmethode benötigt wird. Und angesichts dieser damit verbundenen Schwierigkeiten beginnt die Regulierung jetzt damit, sich zunächst auf die größten global relevanten SIFIs zu konzentrieren, diese sogenannten G-SIFIs oder G-SIPs, um sich dann langsam auf der nationalen Ebene auch voranzuarbeiten. Und wie schwierig diese Definition ist, knüpft sich auch daran, dass sich die Systemrelevanz natürlich auch im Zeitverlauf ändert. Und das sehen Sie an der Diskussion, die die Kanzlerin vorhin angesprochen hat, über die IKB. Eine Bank, die vielleicht viele im Vorfeld als nicht systemrelevant erachtet hätten, die aber aufgrund der speziellen Situation und der Einschätzung der Lage damals von vielen als systemrelevant gesehen wurde. Also das Ziel, erstmal bei den globalen SIFIs anzufangen, um dann später die Definition zu erweitern und dann eben auch andere Finanzakteure, Herr Bomhardt schreibt schon mit, sowie nationale SIFIs zu inkludieren. Zweitens, es müssen Instrumente entwickelt werden, die diese SIFIs widerstandsfähiger machen. Das Instrument der Wahl sind in diesem Fall Zuschläge auf das mindestens vorzuhaltende Eigenkapital, denn eine höhere Eigenkapitalausstattung bewirkt zum einen, dass die betreffenden Institute Verluste besser verkraften können, also das, was wir als Verlustabsorptionsfähigkeit bezeichnen. Zum anderen aber auch, und auch nicht weniger wichtig, nimmt sie die Eigentümer stärker in die Haftung und mindert so eben den Fehlanreiz, den ich vorhin schon beschrieben habe. Diese Zuschläge werden zunächst für die globalen SIFIs, für die global relevanten SIFIs gelten, und zwar abhängig vom Grad der Systemrelevanz variieren sie zwischen 1% und 2,5%. Das heißt, insgesamt belaufen sich die zukünftigen Eigenkapitalquoten dann auf bis zu 9,5%, wenn man davon ausgeht, dass in dem höchsten Korb kein SIFI sich befindet. Dort sind die Zuschläge nämlich noch größer. Um diese Zuschläge zu erfüllen, werden die betroffenen Banken zunächst
hartes oder zusätzlich hartes Eigenkapital vorhalten müssen. Hartes Kernkapital ist der beste Puffer, um anfallende Verluste aufzufangen und besteht aus Grundkapital, also wenn Sie wollen, dem Wert der ausgegebenen Aktien und einbehaltenen Gewinnen. Eingeführt werden diese neuen Regeln schrittweise von 2016 an, vollständig in Kraft treten werden sie im Jahre 2019. Dritter Punkt, selbst für ein SIFI mit gestärkter Eigenkapitalbasis kann ein Zusammenbruch natürlich nicht ausgeschlossen werden, darf auch nicht ausgeschlossen werden und daher werden Sanierungs- und Abwicklungsverfahren benötigt, die verhindern, dass die Schieflage eines solchen Instituts systemweite Konsequenzen hat. In Deutschland ist ein entsprechendes Gesetz bereits verabschiedet worden und auf der EU-Ebene wird die Kommission noch vor dem Sommer Legislativvorschläge veröffentlichen. Und gerade mit Blick auf die SIFIs muss dabei so weit wie möglich auch dem Problem Rechnung getragen werden, wie solche Institute geordnet abgewickelt werden können, die weltweit und damit in ganz unterschiedlichen Jurisdiktionen tätig sind. Ein komplementäres Instrument zu Sanierungs- und Abwicklungsverfahren könnten Restrukturierungsfonds sein, aus denen die entstehenden Kosten gedeckt werden. Und im Sinne einer verursachergerechten Finanzierung von Stützungsmaßnahmen sollten sich diese Fonds über Abgaben des Finanzsektors finanzieren. Und das deutsche Restrukturierungsgesetz, das auch bereits Erwähnung fand, sieht einen solchen Fonds vor, der aus einer Bankenabgabe gespeist wird. Zweites Thema, Schattenbanken. Mit Basel III und den zusätzlichen Regeln für SIFIs wird die Regulierung von Kreditinstituten deutlich verschärft. Herr Helwig wird sicherlich diskutieren, ob diese Verschärfung auch ausreicht, könnte ich mir vorstellen. Aber diese strengere Regulierung birgt natürlich auch das Risiko, dass Banken ihre Risiken zunehmend in Bereiche auslagern, die schwächer oder überhaupt nicht reguliert sind. Und die Krise hat gezeigt, dass gerade auch in diesen Bereichen systemische Risiken entstehen können, die dann über ihre Rückwirkung auf die Banken das ganze Finanzsystem gefährden können. Und zu diesen Bereichen gehört eben auch das sogenannte Schattenbankensystem, das grob gesprochen die Akteure zusammenfasst, die bankenähnliche Funktionen wahrnehmen, aber eben nicht der Regulierung für Kreditinstitute unterliegen. Und anders als die Bezeichnung vielleicht suggeriert, agieren diese Schattenbanken eben nicht in einer legalen Grauzone oder gar in der Illegalität, sondern durchaus auf festem Rechtsgrund. Sie sind typischerweise spezialisierte Akteure, an die regulierte Banken bestimmte Aktivitäten auslagern. Und solch eine Spezialisierung kann auch durchaus von gesamtwirtschaftlichem Nutzen sein. Deshalb wäre es eben nicht sinnvoll und ohne massive Eingriffe in die Vertragsfreiheit vermutlich ohnehin kaum möglich, Schattenbanken generell zu verbieten, sondern sie vielmehr durch eine intelligente Regulierung zu erfassen. Und hierfür gibt es eben auch drei Ansatzpunkte. Erstens, ebenso wie bei den SIFIs, wird eine praktisch handhabbare Definition des Schattenbankensystems benötigt. Und diese Definition sollte breit angelegt sein und sich an den Aktivitäten und nicht an den Akteuren orientieren. Und zudem muss sie auch flexibel genug sein, um von der kontinuierlichen Veränderung des Schattenbankensystems nicht unterlaufen zu werden. Das Financial Stability Board hat sich im April auf eine Definition geeinigt, die diese Kriterien erfüllt. Und danach gehören alle Marktteilnehmer zum Schattenbankensystem, die ohne der Bankenregulierung zu unterliegen, Kreditintermediation betreiben, also im weitesten Sinne am Kreditvergabeprozess beteiligt sind. Ausgehend von dieser breiten Abgrenzung kann anschließend auf solche Akteure fokussiert werden, die Liquiditäts- und Fristentransformation betreiben, in größerem Umfang mit Leverage, also mit einem Kredithebel arbeiten oder die Kreditrisikotransfers betreiben. Gerade daraus können nämlich systemische Risiken entstehen, wie sich in der Krise an den diversen Zweckgesellschaften gezeigt hat. Zweitens, das Schattenbankensystem muss ausreichend überwacht werden, um entstehende Systemrisiken rechtzeitig erkennen zu können. Und diese Überwachung sollte auf zwei Ebenen stattfinden, und zwar einmal auf der Makroebene. Dort können die Bestände der Aktiva im Schattenbankensystem sowie deren Änderungen geschätzt werden. Und um einen breiteren Überblick über die Entwicklung des Aggregats zu erhalten,
Gleichzeitig sollten aber auch auf der Mikroebene, zum Beispiel die Engagements von Banken im Schattenbankengeschäft, beobachtet werden, um mögliche Ansteckungsrisiken hin zu den Banken zu identifizieren. Auf beiden Ebenen steht derzeit die unzureichende Verfügbarkeit international vergleichbarer Daten eine Hürde dar, die dringend überwunden werden muss, und entsprechende Arbeiten auf der internationalen Ebene finden statt. So hat die EZB am Montag eine neue Statistik vorgestellt, die zumindest Teile des Schattenbankensystems erfasst. Drittens muss das Schattenbankensystem gegebenenfalls regulatorisch erfasst werden, da Gefahren für die Finanzstabilität nicht zuletzt aus den Verbindungen zwischen oder von Schattenbankensystem und traditionellem Bankensystem resultieren, könnte künftig ein indirekter Regulierungsansatz darin bestehen, Regeln für die Interaktion von Banken und Instituten des Schattenbankensystems zu entwickeln. Alternativ kann man sich natürlich auch eine direkte Regulierung, die allerdings etwas schwieriger durchzusetzen ist, vorstellen. Gleichzeitig kann ein breit angelegter makropotentieller Ansatz ebenfalls dazu beitragen, die vom Schattenbankensystem ausgehenden Risiken einzudämmen. Ein Beispiel ist die Stärkung der Marktinfrastruktur durch die Einrichtung sogenannter zentraler Gegenparteien, die auch im G20-Rahmen und den Folgearbeiten diskutiert worden ist. Und all diese Arbeiten werden zusammengeführt, werden diskutiert im Financial Stability Board, dessen Empfehlungen noch im Sommer diesen Jahres veröffentlicht werden sollen. Zum Schluss möchte ich nochmal hervorheben, dass durch die anstehende Regulierung systemrelevante Institute sowie die regulatorischen Arbeiten mit Blick auf das Schattenbankensystem wir bei der Erfassung und Eindämmung systemischer Risiken ein gutes Stück vorangekommen sind. Wenn die entsprechenden Beschlüsse verabschiedet und zusammen mit dem Basel III-Regelwerk auch umgesetzt sind, wird das Finanzsystem deutlich widerstandsfähiger sein. Risiken müssen und können dann in viel höherem Maße von den Akteuren selbst getragen werden, statt sie auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass wir uns nicht der Illusion hingeben dürfen, sämtliche Risiken wegregulieren zu können. Risiken einzugehen gehört zum Wirtschaftsleben, und in einer Marktwirtschaft liegt es in der Verantwortung der Marktteilnehmer, Risiken einzuschätzen, zu kontrollieren und am Ende auch bei Verlusten mit ihrem eingesetzten Vermögen zu haften. Und der Beitrag der Regulierung liegt deshalb vor allem darin, diesem Haftungsprinzip wieder Geltung zu schaffen. Das wäre eigentlich ein schöner Übergangspfad zur Diskussion um Griechenland. Aber da mir dieses Thema jetzt nicht gestellt ist, werde ich es jetzt einfach hierbei belassen. Vielleicht noch eine abschließende Anmerkung zu der Krise, der Staatsschuldenkrise. Auch hier trägt die Finanzmarktregulierung natürlich dazu bei, dass die Staatsschuldenkrise eingedämmt wird, indem Ansteckungseffekte reduziert werden. Also insofern ist auch vor dem ganz aktuellen Hintergrund die Themen, die wir heute diskutieren, sehr relevant. Ich denke mal, das Thema wird trotzdem in der Diskussion aufkommen, und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Weidmann. Ich darf das Wort an Herrn Blessing weiterreichen. Ja, lieber Herr Flossbach, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich nehme an, ich habe diese Einladung auch bekommen, weil die Commerzbank nach ihrer durchgeführten Kapitalerhöhung mit ungefähr knapp 15 Milliarden Euro Marktkapitalisierung den Platz 66 belegt weltweit. Es ist also wieder zwei deutsche Banken unter den Top 100 gibt. Und insofern nehme ich an, das war auch einer der Gründe, warum ich hier heute eingeladen worden bin, und bedanke mich dafür sehr herzlich. Zweitens, wir haben ja schon viel am Rande immer zum Thema Griechenland gehört. Alle haben gesagt, sie kommen am Ende in den Fragen auch noch drauf zu. Ich habe dann gesagt, ich fange gleich mal damit an. Dann habe ich das Thema an der Ecke, zumindest aus unserer Sicht, vielleicht einmal aufgegriffen. Ich gehe davon aus, dass in diesen Tagen, und wir haben ja die Entscheidung in Griechenland eben mitbekommen, viel auf dem Spiel steht. Und es geht nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft, finde ich auch, der europäischen Integration und damit auch des Euro. Ich begrüße es daher sehr, dass die Unionsfraktion diesen wichtigen Kongress unter Beteiligung von Banken und Versicherern durchführt. Ich glaube, sehr wichtig. Lass mich vorweg ein persönliches Statement machen. Ich bin ein überzeugter Europäer und ich bin ein Verfechter des Euro.
Und ich glaube, der Euro ist mehr als nur eine Währung, von der wir wirtschaftlich sehr stark profitiert haben. Er ist für mich auch ein Symbol für die Einheit in Europa. Und wir sollten auch nicht vergessen, ohne die europäische Einigung hätten wir wohl auch kaum die deutsche Wiedervereinigung geschafft. Mein Verstand sagt mir aber, wir dürfen die Augen auch nicht vor den aktuellen und akuten Problemen verschließen. Die Staatsschuldenkrise einiger Euro-Länder beschäftigt uns gleichermaßen und wirft Fragen für das gesamte Euro-Währungssystem auf. Hierauf muss die Politik Antwort finden, die dauerhaft Bestand haben. Wir müssen die Eurozone wetterfest machen. Denn eins hat die Krise auch gezeigt: Es besteht grundlegender Handlungsbedarf bei der politischen Untermauerung der Wirtschafts- und Währungsunion. Ohne weitere Schritte zur politischen Union, also ohne weitere Abgabe nationaler Souveränitätsrechte, kann der Euro nicht dauerhaft funktionieren. Zunächst aber müssen wir die akuten Probleme lösen. Als Commerzbank unterstützen wir zusammen mit anderen die Bemühungen der Politik zur Lösung der drängenden Probleme in Griechenland. Es geht darum, Zeit zu gewinnen, damit das Land seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern kann und wieder auf einen Wachstumskurs zurückfinden kann. Nur so ist die Finanzierung Griechenlands über den Kapitalmarkt in absehbarer Zeit überhaupt wieder möglich. Aus meiner Sicht reden wir hier aber ehrlicherweise eher über 10 als über 5 Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger. Und diese Maßnahmen machen nur dann Sinn, wenn wir die Zeit auch nutzen, um die politische Union zügig und konsequent voranzutreiben. Die vergangenen 10 Jahre haben gezeigt, ohne zentrale Kontrolle der Haushaltsdisziplin durch die europäische Ebene wird die Währungsunion scheitern. Und dann würden leider alle die Recht behalten, die den jetzigen Rettungseinsatz für Verschwendung deutscher Steuermilliarden halten. Das müssen wir verhindern. Wir als Commerzbank sind bereit, uns daran zu beteiligen. Die französischen Banken haben eine Vereinbarung erarbeitet, die allerdings noch in einigen Details aus meiner Sicht klemmt. Diese Vereinbarung wäre auch für uns nach Klärung der offenen Punkte sicherlich eine gute Basis zu diskutieren. Prüfenswert erscheint uns auch ein Vorschlag der Allianz zur Etablierung eines europäischen Versicherers für Staatsrisiken. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, wie man mit dem Thema umgehen kann. Entscheidend ist dabei, dass ein Zahlungsausfall Griechenlands vermieden wird. Das hätte unübersehbare Folgen für Banken, Versicherungen und die Wirtschaft insgesamt. Und ich glaube, das haben wir vorhin im Panel auch schon gehört. Zudem bestehen hohe Ansteckungsgefahr für andere Länder. An erster Stelle sind hier die Griechen gefordert. Aber auch wir müssen einen Beitrag leisten, um eine solche Kettenreaktion zu vermeiden. Darüber hinaus sollte sichergestellt sein, dass durch eine Verlängerung auslaufender Griechenland-Engagements kein Abschreibungsbedarf bei Banken und Versicherungen ausgelöst wird, weder unter den internationalen Bilanzierungsvorschriften nach IFRS noch unter dem deutschen HGB, denn das hätte insbesondere für die griechischen Banken sehr schwere Folgen. Insbesondere die Auswirkungen auf die Ratings sowie die Bilanzierungsfragen müssen vorher geprüft werden, und zwar auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene. Auch Bundesbank und BaFin haben betont, dass die zufriedenstellende Lösung dieser Probleme eine fundamentale Voraussetzung für die angestrebte Wiederherstellung der Finanzstabilität ist. Ich begrüße es daher ausdrücklich, dass das Bundesfinanzministerium auf diese Fragen auch auf europäischer Ebene aufgreifen wird. Da ich aber nicht den ganzen Vortrag hier nur über Griechenland, sondern auch zum eigentlichen Thema reden möchte, möchte ich gerne an das anknüpfen, was Herr Weidmann eben zu dem ganzen Thema systemrelevante Finanzinstitutionen und Schattenbanken gesagt hat. Und Sie haben gesehen, Herr Weidmann, ich habe nicht den Stift gezuckt, weil ich annehme, genau, dass ich schon irgendwo auf irgendwelchen dieser Listen draufstehe und dann mal sehe, wo Sie mich dann da einsortieren. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit der Frage von Systemrelevanz? Unser Finanzsystem beruht doch auf dem Vertrauen breiter Bevölkerungsschichten und der institutionellen Investoren in die Stabilität von Banken, von Versicherungen und letztlich auch der Währung. Wird dieses Vertrauen nachhaltig erschüttert, droht ein Bankrun bzw. ein Käuferstreik. Und das ist das, was Sie eigentlich verhindern wollen, das ist das Systemrelevante. Dagegen sind übrigens auch noch so hohe Kapitalpuffer machtlos. Die entscheidende Frage lautet also: Wie banne ich die Gefahr eines Bankruns bzw. Käuferstreiks in der Krise? Systemrelevanz ist also ein Faktum. Sie werden es nicht wegkriegen. Sie betrifft alle Finanzmarktteilnehmer, nicht nur Banken und Versicherungen.
Die zentrale Erkenntnis aus der Finanzmarktkrise hat unverändert Gültigkeit, und die Kanzlerin hat es vorhin ja auch nochmal betont, kein Marktteilnehmer, kein Produkt und kein Markt darf unreguliert bleiben. Aufsicht, Politik und Finanzsektor haben dasselbe Ziel, Systemrelevanz in den Griff zu bekommen. Im Bankensektor haben Politik und Aufsicht grundsätzlich vier Regulierungsansätze oder Hebel. Erstens strengere Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen. Da hat Basel III mit den EK-Anforderungen schon viel gemacht. EK alleine, also Eigenkapital alleine, ist aber kein Allheilmittel. Zweitens, sehr wichtig sind auch die Liquiditätsanforderungen. Hier müssen wir künftig natürlich sehen, was dort passiert. Es werden mehr Anteile zum Beispiel von Sparanlagen in liquiden Assets gehalten werden müssen. Herr Hases hat vorhin darauf hingewiesen, ich kann die Spareinlagen nicht mehr nutzen, um langfristige Baufinanzierung in dem Maße zu refinanzieren, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und natürlich haben Staaten in der Regulierung ein Interesse daran, dass man das in liquide Mittel, zum Beispiel Staatsanleihen, investiert. Wir müssen aber auch sehen, je mehr Liquidität Banken in Staatsanleihen vorhalten, desto weniger Kredit gibt es wieder für die Wirtschaft und desto stärker wird wiederum die Verflechtung des Bankensektors mit dem Finanzsektor, mit dem Staatssektor, und desto wichtiger wird wiederum für den Finanzsektor auch eine solide Haushalts- und Finanzpolitik. Zweite Möglichkeit ist eine Bankenabgabe für einen Fonds, der die Kosten zukünftiger Krisen übernimmt. Das haben wir als BDB-Banken nach der Krise auch direkt angeregt. Ich habe das nämlich selber erlebt in den Rettungsnächten zur HAE, dass ein solcher Fonds gefehlt hat. Insofern finde ich es auch gut, dass er aufgebaut wird. Wir müssen nur einfach sehen, das dauert. Das braucht Zeit, bis dieser Fonds befüllt ist. Und wir müssen natürlich auch aufpassen, wir können nicht gleichzeitig von den Banken fordern, selber Kapital zu bilden, also mehr Kapital vorzuhalten und gleichzeitig dieses Kapital zu nehmen und es in einen Fonds zu zahlen. Wir können den Euro dort an einer Ecke ja auch nur einmal ausgeben und nicht zweimal. Drittens ist natürlich der Eingriff der Regulatoren in Geschäftsmodelle, also einfache gewisse Dinge verbieten. Die Volcker Rule in den USA ist da ein Beispiel für. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Ich glaube aber, wir müssen auch festhalten, Investmentbanking für Kundenprodukte muss es geben. Ein Mittelständler, der exportiert, will seinen Export, auch die Währung seiner Exportgüter absichern. Und für eine Währungsabsicherung brauchen Sie Währungshandel und dann sind Sie im Investmentbanking. Unsere exportorientierte Mittelstandsgesellschaft und Wirtschaft kann auch ohne gewisse Investmentbanking-Produkte nicht richtig funktionieren. Und viertens sind es natürlich klare Regeln und Verfahren für angeschlagene Finanzinstitute, um die zur Not auch abzuwickeln. Auch das war eine Lehre aus der HAE. Da ist jetzt das Restrukturierungsgesetz auf den Weg gebracht worden. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Zusammengefasst, ich glaube, an der Regulierung von Banken, auch von der Systemrelevanz, sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen nur wissen, Eigenkapital allein wird das Thema nicht lösen. Das zweite Thema ist das Thema Schattenbanken. Auch hier schließe ich mich allen Vorrednern an. Wir müssen aufpassen, je stärker wir die Banken regulieren, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass gewisse Geschäfte in nicht regulierte Institutionen abwandern. Wir wissen, dass Hedgefonds natürlich nicht und Private Equity Fonds Auslöser für die Finanzmarktkrise waren. Aber da gibt es natürlich Tendenzen, Risiken zu verstärken und eine hohe Vernetzung. Deswegen wird ja jetzt auch diesem Thema mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Ich glaube, auch hier gibt es vier Ansatzpunkte. Das eine ist eine direkte Regulierung von Schattenbanken, zum Beispiel durch Zulassungs- und Meldepflichten. Ich fürchte bloß, die Meldung eines Hedgefonds, ich sitze auf den Bermudas und bin ein Hedgefonds, wird zum Regulieren kaum reichen. Das zweite sind Verbote, Eingriffe in die Produkte und Märkte, die dort existieren. Da wird man, die Kanzlerin hat es ja vorhin gesagt, wie verhindere ich eigentlich, dass das nächste Produkt gleich entsteht? Man wird dort immer, Sie kennen das Märchen vom Hasen und Igel, man wird da immer, wenn man Pech hat, ein bisschen zu spät sein. Dann gibt es die sogenannte als dritten Hebel makropotentiellen Maßnahmen, also eine Globalaufsicht. Und als vierten Hebel gibt es einfach den Hebel, die Liquidität zwischen dem regulierten Sektor und dem Schattenbanksektor zu unterbinden oder stark zu reduzieren. Ich glaube, ganz egal, welchen Hebel Politik und Aufsicht wählt, generell muss gelten, gleiche Regeln für gleiche Risiken. Wer typische Bankfunktionen wie Kreditvergabe, Fristen und Risikotransformation außerhalb des regulierten Bankensystems durchführt,
muss wie eine Bank reguliert werden. Sonst könnte natürlich der Eigenhandel zum Beispiel von Banken zu Schattenbanken wandern. Gesamtwirtschaftlich bleiben die Einzelrisiken genauso unverändert wie das Systemrisiko. Richtig ist allerdings, solange zum Beispiel Hedgefonds ausschließlich mit dem Kapital ihrer Anleger Risiken eingehen, also mit deren Eigenkapital, solange können Verluste aufgefangen werden, ohne Systemrisiken hervorzurufen. Ganz anders sieht es dagegen aus, wenn Hedgefonds zusätzlich Kredite von Banken aufnehmen oder sich Aktien von Versicherungen leihen oder Versicherungen in Hedgefonds investieren oder in Private Equity Fonds, dann haben sie natürlich die Verknüpfung von reguliertem Sektor zum Schattenbanksystem. Dann kann der Funke überspringen und dann können sie wieder eine Gefahr fürs gesamte System bekommen. Deshalb wäre natürlich eine der klarsten Regulierungen, dass sie den regulierten Sektor über die Liquidität vom unregulierten Sektor abschotten. Mein Fazit an der Ecke: Im Grunde hat die Politik zwei Optionen, um systemische Risiken zu begrenzen. Entweder sorgt sie dafür, dass sich die Regulierungsschere zwischen dem Bankensektor und den Schattenbanken wieder schließt, das heißt gleiche Regeln fürs gleiche Geschäft, oder sie lässt die Schere offen und unterbindet, aber zieht eine Brandmauer ein und unterbindet de facto den Liquiditätsfluss zwischen den Banken, dem regulierten Sektor und dem Schattenbankensektor. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Blessing. Ich darf gleich in die Fragerunde einsteigen und Herrn Professor Helwig fragen. Sie sollen ja mit dem European Systemic Risk Board Risiken erkennen, finden und herausfinden, wahrscheinlich, wo Sie hin abwandern können. Vielleicht können Sie uns da schon zu Erkenntnissen verhelfen. Ich fürchte, da erwarten Sie ein bisschen viel, zumal, wenn man berücksichtigt, das Problem, das Herr Weidmann genannt hat, dass die Information gar nicht da ist. Ich bin also sicher auch der Auffassung, dass wir bezüglich des nicht regulierten Sektors deutlich mehr an Informationen brauchen, als bisher zur Verfügung steht. Wenn man zurückdenkt, im August 2008 gab es zwei große Schocks. Das eine war die Rückstufung von verschiedenen Subprime-Papieren um 3 Stufen auf einmal. Das zweite war die Erkenntnis, dass 1.000 Milliarden Dollar von diesen Papieren über Schattenbanken gehalten wurden und plötzlich nach einer Refinanzierung suchten. Alle Institute, die vorher vernünftiges Risikomanagement gemacht haben, waren gar nicht in der Lage gewesen, diese Größenordnung des Systemrisikos, dem sie indirekt ausgesetzt waren, zu erkennen, weil die Transparenz darüber fehlte. Und insofern würde ich unterstreichen den Punkt, dass es außerordentlich wichtig ist, hier die Transparenz zu schaffen. Wenn ich jetzt ein kleines bisschen weitergehe, würde ich allerdings sagen, wir müssen bei dem Wort Schattenbanken, wir sollten von dem Wort eigentlich wegkommen. Das ist nämlich viel zu pauschal und unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Dingen. Die Zweckgesellschaften, von denen ich gerade sprach, waren zu guten Teilen Tochtergesellschaften von amerikanischen Investmentbanken und deutschen Landesbanken, die aus bestimmten regulierungstechnischen Gründen nicht so integriert waren, dass ihre Anlagen mit Eigenkapital unterlegt werden mussten und bei denen auch die Garantien der Mütter nicht in irgendeiner Weise regulatorisch behandelt wurden. Das sind hier nicht die Hedgefonds und Private Equity Firmen, die als Heuschrecken die deutsche Corporate Governance bedrohen. Etwas, was im Kopf von Herrn Steinbrück im Jahre 2008 sicher auch eine Rolle spielte, als er Hedgefonds anklagte als Schuldige der Krise, sondern es sind die Geschöpfe von ganz normalen Instituten aus dem regulierten Sektor, insbesondere in den deutschen Landesbanken. Was mich dann zur Frage bringt, was machen wir eigentlich mit dem Systemrisiko, Marktstruktur, unangepasste Marktstruktur in diesem unserem Land?
Das Advisory Scientific Committee soll ja auch was zur Früherkennung beitragen. Ich tue das an dieser Stelle natürlich nur aufgrund persönlicher Auffassung. Solange wir die Marktstruktur im Wholesale-Bereich, Stichwort Landesbanken, und im Hypothekenbereich, indirekt auch wieder Landesbanken, solange wir die nicht bereinigen und die dort vorhandenen Überkapazitäten in irgendeiner Form konsolidieren, können wir davon ausgehen, dass wir in 5 bis 10 Jahren die nächste ernsthafte Finanzkrise in diesem Land bekommen. Wir haben von Herrn Dr. Weidmann gehört, Herr Dr. von Bommert, dass die SIFIs sich zu SIPs gewandelt haben, also die Versicherungsunternehmen gar nicht mehr dabei sind. Sie sind der größte Player im globalen Markt im Rückversicherungsbereich. Schwer vorzustellen, dass sie kein Risiko sind, kein Finanzrisiko sind. Haben Sie eine gute Lobby gemacht oder hatten Sie gute Argumente? Ja, also erstens war das natürlich eine gute Nachricht, wobei ich nicht so überinterpretieren will, Herr Weidmann, dass das Thema damit erledigt ist. Es ist nur jetzt nicht akut. Und vielleicht 2, 3 grundsätzliche Anmerkungen und dann eine konkrete Antwort. Das erste ist, 2 Begriffe fielen und jetzt gerade nochmal sogar beide, die ich mit Blick auf Krisenprävention für absolut wichtig und vorrangig halte, das ist Transparenz und Risikomanagement. Und da meine ich die Qualität des Risikomanagements. Und bei allem, was jetzt getan wird, sollte man die beiden nie aus den Augen verlieren. Denn rückwärts betrachtet, und Sie sagten es, teilweise fehlten die Informationen. Und da, wo die Informationen da sind, und so war zum Beispiel das Beispiel AIG, war dann das Risikomanagement nicht gut genug. Und da meine ich jetzt nicht das AIG-Management, sondern da meine ich, wer immer da Aufsicht hatte. Denn die Zahlen des CDS-Exposures der AIG waren seit Jahren bekannt. Die erreichten fast 500 Milliarden Dollar. Der zweite wichtige Punkt, Krisenprävention, ist auch angesprochen worden. Das ist die Gestaltung der Regulierung, und zwar im Mikrobereich zunächst, also Basel III für die Banken. Und in dem Kontext natürlich dann die Qualität der Aufsicht selbst. Und für die Versicherer ist das ja jetzt Solvency II, und da möchte ich mir noch den Hinweis erlauben, dass Solvency II, und das kommt auf Sicht, dann auch Basel III überholt, was die Inhalte betrifft und den Anspruch betrifft und übrigens auch die Frage, eben erfasse ich alles, was ein Unternehmen tut. Solvency II, da werden Sie mit einem Special Purpose Vehicle nicht weit kommen, das würde nämlich erfasst werden. Das Dumme an Solvency II ist, es ist nur europäisch, und wenn Basel III-Regeln überall kommen, sind sie weltweit. Also wir müssen dafür sorgen, dass Solvency II ein Exportgut wird, und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das Dritte, in dem Punkt, und das hat Herr Weidmann sehr schön mit seiner Anekdote angesprochen, was ist systemisches Risiko? Und da gibt es eine sehr saubere Definition des Financial Stability Board, an die sich nur wenige leider halten, wenn sie es diskutieren. Das FSB hält sich dran, aber viele andere nicht. Und manchmal denke ich da auch an die Politik. Was ist nicht systemisch? Wenn ein Unternehmen insolvent wird, ist es deswegen noch nicht systemisch relevant. Wenn das Unternehmen insolvent wird und Kunden, Mitarbeiter oder Aktionäre geschädigt sind, ist es immer noch nicht systemisch relevant. Es ist erst dann systemisch relevant, wenn die Folge dieser Insolvenz für die Finanzmarktindustrie oder und die Realwirtschaft von Bedeutung ist. Aus politischer Sicht ist man häufig schon schneller bei der Frage systemischer Relevanz. Was das mit national dann bedeutet, Herr Weidmann, da hatten Sie ja noch eine Andeutung gemacht, kann ich noch nicht ausinterpretieren. Da müssen wir aber sehr aufpassen, dass wir bitte die Definition uns sauber festlegen und uns dann dran halten. Man kann Unternehmen aus anderen Gründen retten oder regulieren, aber dann sollte man es nicht unter die Überschrift systemische Relevanz stellen. So, und jetzt noch ganz kurz auf die Frage der Versicherungen. Das war natürlich kein Lobbying, das ist ja in Deutschland nichts Gutes, sondern das sind Sachargumente, und das Wichtigste in dem Punkt war eigentlich nur eins: nicht zu schnell alles gleichzeitig machen, der Reihe nach. Die Versicherer stehen auf der Liste derer, die bei der Krise originär zum Problem beigetragen haben, eher weiter unten. Und man hat sich zu Recht, meine ich, jetzt zunächst um die Banken gekümmert und insbesondere die globalen Banken. Die Schattenbanken folgen jetzt. Die Versicherer werden sicher auch angesehen, das ist auch in Ordnung. Habe ich Angst, in Anführungszeichen, dass sie in diese Schublade mit rutschen? Ich denke nein, wenn man die Kernaktivitäten betrachtet und wenn sie sich an die Kriterien halten, die das FSB selber aufgestellt hat, Größe, Vernetzung, Ersetzbarkeit der Institute,
dann können die Versicherer, nicht weil sie bescheiden sind, sagen, das Geschäftsmodell ist wirklich fundamental anders. Und bei der Größe, und bei der Größe sollte man eben nicht auf die Bilanzzahl als Ganzes gucken, sondern man sollte gucken, und das kam bei den Schattenbanken jetzt bei Ihnen sehr deutlich auch heraus, auf die Aktivitäten. Und ich gebe nur ein Beispiel, und das ist, glaube ich, relevant hier, ein gewichtiges Derivate. Wenn Sie die Top 6, 7 Banken der Welt nehmen und die Top 6, 7 Versicherer der Welt, dann liegen auf den, in Nominal, ja, auf den Bilanzen der Banken 200 bis 250 Mal mehr Derivate. Dann kriegen Sie mal ein Gefühl für die Dimensionen, was Größe betrifft. Und da geht es eben nicht um die Bilanzsumme. Das Zweite ist die Frage der Vernetzung. Auch wieder Geschäftsmodell. Die Versicherer, wenn sie überhaupt untereinander vernetzt sind, sind vertikal vernetzt. Das heißt, ein Erstversicherer gibt etwas ab an einen Rückversicherer. Die horizontale Vernetzung unter den Versicherern ist ganz, ganz gering. Es gibt sie praktisch nicht. Bei den Banken ist genau umgekehrt. Ich lasse mal die Zentralbank als Vertikalhilfe weg, aber die horizontale Vernetzung ist außerordentlich ausgeprägt, sehr kurzfristig und ein entscheidendes Instrument des Fundings. Gibt es bei den Versicherern gar nicht. Ersetzbarkeit, das sagen wir immer ungern, weil es uns sozusagen klein macht. Wir sind leicht ersetzbar. Das hat man bei vielen großen Schäden gesehen. Das Kapital kommt so schnell wieder eingeschossen nach, dass wir ja auch die Großen relativ leicht ersetzbar sind. Und in dem Kontext vielleicht auch noch wichtig, weil Herr Blessing das ansprach, die Frage der Auflösbarkeit eines Unternehmens, das in Schwierigkeiten ist. Das nehmen wir unter der Überschrift Timing als viertes Kriterium immer noch dazu. Wenn Sie eine Bank retten wollen, haben Sie ein Wochenende. Wenn Sie einen Versicherer retten wollen, haben Sie 10 Jahre. Sie können in aller Ruhe das Problem lösen, weil die Verpflichtungsseite ist ganz lang und Sie können in Ruhe darüber sprechen, keine Schnellschüsse. Das sind jetzt mal 4 Punkte, die, glaube ich, Herr Weidmann, Ihnen dann die Diskussion erleichtern, die wir aber sicher woanders fortführen müssen. Herr Dr. Weidmann, Sie haben die mangelnden Daten angesprochen. Können Sie und möchten vielleicht auch hier noch mal Stellung nehmen zu, aber vielleicht können Sie auch sagen, die Daten, die fehlen, wie sind die beschaffbar? Kann die Praxis vielleicht auch etwas dazu beitragen? Es gibt natürlich verschiedene Quellen, die wir nutzen können, um eine Idee zu bekommen vom Schattenbankensystem. Die Finanzierungsrechnung ist so ein Anknüpfungspunkt, den wir haben. Die verschiedenen Datenquellen liefern aber auch sehr unterschiedliche Ergebnisse und wir brauchen auch neue Datenquellen, neue Datenerhebungen. Und ich glaube, darum geht es im Moment und deswegen wird ein wichtiger Faktor auch in der Umsetzung der makropotentiellen Aufsicht, um die es hier letztlich geht, eben sein, der Zugang dieser Überwachung oder dieser Aufsicht zu entsprechenden Datenquellen. Sind das die Daten, die Sie brauchen aus Ihrer Sicht und deren Abwesenheit Sie beklagt haben? Hier geht es um verschiedene Dinge. Das eine ist, dass man im Bereich des Schattenbanksystems überhaupt zunächst mal eine Vorstellung davon hat, was die Exposures sind. Dann gibt es im Bereich Makro natürlich auch das Problem, wie bereitet man die Daten überhaupt auf? Um es vielleicht an einem Beispiel zu veranschaulichen, Fristentransformation. Stellen Sie sich vor, Sie haben 480 Institute. Jedes von diesen Instituten nimmt Papiere mit einer oder nimmt Mittel mit einer Fristigkeit von n Monaten auf und leiht sie mit einer Fristigkeit von n plus 1 Monaten aus. Alles Festzinsgeschäft. Ist die Fristentransformation bei jedem einzelnen Institut minimal, aber sie transformieren eine Sichteinlage in eine 40-jährige Hypothek, sprich das Zinsrisiko des Gesamtsystems ist enorm. Das erfassen Sie nicht dadurch, dass Sie die Zahlen des einzelnen Instituts angucken. Das erfassen Sie nur, wenn Sie eine Sicht des Gesamtsystems haben. Die Risiken des Gesamtsystems verstecken sich in den Gegenparteirisiken der einzelnen Positionen und in den Korrelationen dieser Gegenparteirisiken mit den zugrunde liegenden Risiken. Das hat man konkret erlebt in Asien 1997. Da hatten die internationalen Banken Dollarkredite an thailändische Banken gegeben, weil sie das Währungsrisiko nicht haben wollten.
Die thailändischen Banken hatten Dollarkredite an die thailändischen Unternehmen gegeben, weil sie das Währungsrisiko nicht haben wollten. Der Baht wurde abgewertet. Die thailändischen Unternehmen, die ihr Geld in Baht verdienten, konnten ihre Schulden nicht bedienen. Die thailändischen Banken waren in Schwierigkeiten. Und die internationalen Banken stellten fest, dass das Währungsrisiko in Form eines Kreditrisikos zu ihnen zurückgekommen war. Das haben wir in der Schuldenkrise, der Finanzkrise bei den Credit Default Swaps auch wieder gesehen. Es ist heute möglicherweise, das ist eine von den Sorgen, die man haben muss, auch ein Problem bei Fremdwährungsgeldaufnahme bzw. Kreditvergabe in Nicht-Euro- oder Dollarländern, auch in Europa. Das sind alles Konstellationen, wo das Risiko des Gesamtsystems eigentlich nur zu erfassen ist, wenn man einen geeigneten Blick auf das Gesamtsystem hat. Und ich sehe jetzt eine Aufgabe unseres beratenden Ausschusses darin, auch Entwürfe vorzulegen. Wie muss man die Daten, die man aus den individuellen Institutionen bekommt, meinetwegen auch über Zahlungsvorgänge bekommt und Ähnliches, wie muss man sie aufbereiten, dass man die geeignete Sicht des Aggregats hat, um eine Vorstellung von der Risikoexposure zu bekommen? Das ist nicht eine Geschichte, wo es nur darum geht, die Daten zu haben. Man muss auch wissen, was man damit macht. Herr Dr. von Bommert, Sie wollten ergänzen. Ja, ganz kurz noch etwas. Eines darf nicht passieren, dass man nur auf die Daten guckt. Also am Ende bin ich jetzt bei Ihrem Beispiel, nämlich manchmal reicht Common Sense. Also die Daten sind wichtig und manche Dinge kann man systematisch herausfinden und man entdeckt Ströme, die man so nicht gesehen hat oder einfach nicht versteht. Manchmal reicht aber auch gesunder Menschenverstand. Das ist nur politisch natürlich, verlangt das viel mehr Mut, zu sagen, ich kann es nicht beweisen, aber hier stimmt was nicht, und sich dann zu exponieren und hässliche Fragen zu stellen, der Sache nachzugehen. Ich will auch für ein Unternehmen noch sagen, wir haben natürlich Angst vor Datenerhebungen, nicht weil wir Geheimnisse haben. Ich kann ja nicht für Transparenz auf der einen Seite argumentieren und dann sagen, wir wollen nichts liefern. Wir wollen es nur nicht mehrfach liefern. Das heißt, die Unternehmen haben natürlich ein Interesse zu sagen, wir haben einen Aufseher, an den liefern wir, was immer er braucht. Der hat in der Regel sowieso fast schon alles und schieben damit, gebe ich zu, den schwarzen Peter zu unserem Mikroaufseher und sagen, aggregiere du es so, dass der Makroaufseher damit etwas anfangen kann, aber legt nicht einen für aus unserer Sicht fünften oder sechsten Berichtskreislauf auf mit wieder neuen Zahlen. Herr Blessing, Sie müssen im Unternehmen ja auch mit solchen Risiken umgehen. Wie machen Sie das? Nee, ich glaube, das hatten wir in der ersten Panelrunde und ich stimme Herrn von Baumhardt dort auch zu, im Sinne besseres Risikomanagement und höhere Transparenz. Was wir ja auch machen ist, wir verlangen ja als Bank auch von unseren Kunden Transparenz. Also insofern verstehe ich es völlig, dass der Aufseher auch sagt, wenn ich aufsehen will, brauche ich auch eine gewisse Transparenz. Das heißt also, mit Risiken umgehen heißt immer, erstmal sich Gedanken über das Transparenzthema machen und sich dann überlegen, welche Systemrisiken könnte denn selber entstehen, welche bin ich dabei mitzufinanzieren. Eben kam, ich glaube, bei Professor Hellwig die Frage auf Fremdwährungsfinanzierung in anderen Ländern. Zum Beispiel haben wir in Polen ein Geschäft, da werden auch Kredite, sind auch historisch Kredite in Schweizer Franken vergeben worden. Also polnische Bürger haben ihre Immobilie in Schweizer Franken refinanziert und damit natürlich ein Währungsrisiko übernommen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns angeguckt, immer wie viel im Markt ist das, und wir haben andere Kreditvergabestandards angesetzt. Das heißt also, der Eigenkapitalanteil musste höher sein. Wir haben einen Teil des Risikos versichert, um zu sagen, das müssen wir anders machen. Wir sind jetzt dabei, das Geschäft massiv umzustellen und zu sagen, wie kommen wir aus dem Schweizer Franken-Thema raus in eine größere Zloty-Refinanzierung. Hat für den polnischen Bürger leider das Problem, dass der Zinssatz viel höher ist. Ja? Also diese Debatte muss man führen, aber solche Sachen gucken wir uns an, um aus diesen Themen rauszukommen und aus dem Krisenthema dann auch zu lernen.
würde gerne nochmal das Thema Abwanderung in den sogenannten Schattenbankensektor und die Gefahr, die darin steckt, ansprechen. Herr Professor Helwig, ist das eigentlich die Frage, die Sie stellt? Ich meine, wahrgenommen zu haben bei Argumenten, die ich von Ihnen gesehen und gelesen habe, dass es vielleicht auch schon reichen würde, man würde den regulierten Sektor, die Aufseher würden ihre Instrumente nutzen, die sie haben. Wenn Sie gestatten, möchte ich einen Punkt auf Herrn Blessing und Herrn von Bomhard noch antworten. Zum einen, Herr Blessing, bei den polnischen Häuslekäufern können Sie das relativ gut machen, weil die nichts sonst machen. Wenn Sie einen Credit Default Swap von einem Monoline Insurer kaufen, wissen Sie nicht, was dahinter steht, weil Sie nicht wissen, wie viel Credit Default Swaps der sonst noch verkauft. Insofern mehr Transparenz dieser Art brauchen Sie eigentlich auch. Was die Geschichte mit dem Common Sense angeht, stimmt völlig. Ich habe dem stimme ich völlig zu. Ich habe bei der ersten Sitzung des Advisory Scientific Committee neulich die Frage gestellt, jetzt an die Leute bei der EZB, die sich mit diesen Dingen beschäftigen: Wo kommt eigentlich bei euren quantitativen Übungen, die ihr macht, auch noch die Story rein, was in den Märkten gerade läuft? Ich meine, Subprime war ja nicht nur eine Geschichte, die sich quantitativ zu erfassen ließ, sondern das war auch eine Story. Und wenn man die Story durchschaute, wusste man, dass da was faul war. Jetzt zu Ihrer Frage mit den Schattenbanken. Im Augenblick würde ich sagen, ja. Bei den Hedgefonds, die sind ja meistens gar nicht so hoch verschuldet. Es gibt große Unterschiede, aber eine typische Verschuldungsquote für einen Hedgefonds ist 50%, weil die Banken als Gläubiger da nämlich mit darauf achten. Das Problem kann sich möglicherweise ändern. Nur das Überschuldungsproblem ist bei den Hedgefonds auch in der Krise ein deutlich geringeres Problem gewesen als im Bankenbereich. Die kritische Frage ist, was könnte passieren, wenn sich das ändert? Ich sehe noch ein anderes Thema. USA. Wir reden hier, also vorhin war, ich glaube, es war im Referat von Herrn Weidmann, wir müssen nach Aktivitäten und nicht nach Institutionen regulieren. Das US-amerikanische Regulierungssystem ist völlig fragmentiert nach Institutionen, auch wenn die dieselben Funktionen haben. Und dann habe ich so eine Geschichte wie die: Es hat sich in den 70er Jahren die Institution des Geldmarktfonds gebildet. Der Geldmarktfonds als eine Institution des Schattenbanksystems, Ersatz für das Girokonto, in direktem Wettbewerb mit den Banken. Ist ja ein Investmentfonds. Aber dann gibt es einen schuldrechtlich formulierten Anspruch, man kriegt das wieder zurück, was dem Fondsanteil entspricht. Nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers kam es als Dominoeffekt beim Primary Reserve Fund dazu, dass die, wie das dann auf Englisch so schön heißt, break the buck, sprich, sie konnten nicht mehr das zurückzahlen, was sie schuldeten. Und prompt wurden sie in den staatlichen Schutzschirm eingezogen. Da haben wir die Schwierigkeit, dass eine wohletablierte und gut finanzierte Branche oder eine Branche mit einer gut finanzierten Lobby gleichzeitig im unregulierten Bereich des Systems bleiben will und Aktivitäten betreibt, die eigentlich nach unserem Verständnis in den regulierten Teil des Systems gehören würden, mit einem impliziten Anspruch, beziehungsweise im Fall von Primary Reserve hat sich das dann realisiert, einer impliziten Vorstellung, dass, wenn das schief geht, der Staat schon einspringt. Mit sowas fertig zu werden, das gehört natürlich auch zu den anstehenden Aufgaben, aber in dem Bereich, glaube ich, dürfen wir uns keine Illusionen machen, dass wir von Europa aus
die etablierten Interessen im amerikanischen Finanzsektor, insbesondere die Interessen an der Fragmentierung der amerikanischen Finanzregulierung, beeinflussen können. Können Sie uns da mehr Hoffnung machen, Herr Dr. Weidmann? Im FSB werden doch, gibt es doch ein Forum, um über solche Themen auch zu sprechen. Ich denke, Herr Helbig hat die Probleme vollkommen korrekt beschrieben, mit denen wir uns da gemeinsam auch auseinandersetzen in den verschiedenen Foren, in denen wir arbeiten. Insofern kann ich Ihnen da nicht mehr Hoffnungen machen, als Herr Helbig hier aufgezeichnet hat. Ja, ich habe immer noch ein paar Themen. Also zum einen... Habe ich doch gesehen. Das haben wir natürlich auch in Deutschland. Bei manchen Dingen steht Garantie drauf und wenn ein Versicherer drauf gucken würde, sagen, ist aber keine Garantie, ist nämlich nicht mit Eigenkapital überlegt. Und dann geht ein solches Unternehmen, bekommt Schwierigkeiten, fängt eins, glaube ich, mit P an und hört mit Önix auf. Und dann ist die Entschädigungseinrichtung mit, glaube ich, 2, 3, 4, 5 Millionen ausgestattet. Und der Staat muss einspringen, um die erstmal hochzurüsten. Also deswegen, wir haben auch in Deutschland da Themen, wo man genauer reingucken kann, wenn es darum geht, erfasst die Aufsicht gleiche Risiken mit gleichen Maßnahmen. Das ist auch in Deutschland nicht überall der Fall. Und da gibt es auch eine Menge zu tun. Also man muss gar nicht so weit gucken. Was die USA betrifft, ist es in der Versicherungswirtschaft zum Beispiel so, dass wir mit 50 Einzelbundesstaaten Versicherern zu tun haben als Rückversicherer und natürlich immer hoffen, dass das berühmte Federal Charter kommt. Da ist im Kontext des Dodd-Frank-Acts jetzt in den USA erste Bewegung reingekommen. Aber wenn Sie die AIG nehmen, die wurde von der Versicherungsaufsicht in New York beaufsichtigt, aber der kritische Teil, der AIG das Genick gebrochen hatte, der lag beim Office for Thrift Supervision, also locker übersetzt sparkassenaufsichtsartig, also was völlig anderes, aber beides in einer Gruppe und für die wirklich entscheidenden Dinge, weil die aus London gemacht wurden, hat sich am Ende überhaupt keiner verantwortlich gefühlt. Das geht natürlich auch nicht. Deswegen ist ein Solvency II ebenso wichtig, dass alles erfasst und alles im Blickfeld hat. Ich möchte noch ein ganz anderes Thema ansprechen, weil das die Abgeordneten hier im Herbst, vermutlich im Herbst, so wie die Zeitplanung es sehr beschäftigen wird. Das ist die Reform der nationalen Finanzaufsicht, die im Bundesfinanzministerium vorbereitet wird, also das Gesetzgebungsverfahren vorbereitet wird. Und das bringt mich zu der Frage mit den Experten, die auf dem Podium sitzen. Lässt sich makropotentielle und mikropotentielle Aufsicht eigentlich so gut trennen, wie das in dem Modell vorgesehen ist? Herr Dr. Weidmann, Sie sind ja sozusagen Betroffener und haben auch klare Vorstellungen, glaube ich, darüber, wie Sie das gerne hätten. Vielleicht darf ich Ihnen da zuerst diese Frage stellen. Die Frage ist, ob ich die Vorstellung am besten hier öffentlich diskutiere oder dann vielleicht eher im privaten Gespräch. Aber wir sind eine Institution, die im politischen Rahmen operieren muss, der uns vorgegeben ist, zum einen. Und dieser politische Rahmen wurde zunächst einmal durch den Koalitionsvertrag gesetzt, in dem von einer Vollintegration die Rede war, die aber dann in der Ausgestaltung an Schwierigkeiten gestoßen ist, die im Zusammenhang mit der Rechts- und Fachaufsicht und dem möglichen Konflikt mit der Unabhängigkeit der Notenbank gestanden haben. Jetzt ist uns aus den Regierungsfraktionen ein 10-Punkte-Plan vorgelegt worden, den wir als eine gute Ausgangsbasis erachten, aber wo wir eben auch sehen, dass bestimmte Fragen eben noch nicht beantwortet sind und offen bleiben, vielleicht Unklarheiten sind, die man jetzt ausarbeiten muss. Im Wesentlichen ist unsere Vorstellung im Einklang mit diesem 10-Punkte-Plan, dass wir ein klares makropotentielles Mandat für die Bundesbank brauchen, dass das auch heißt, dass man natürlich, das hat Herr Helbig angesprochen und Herr von Bomhard, Zugang brauchen auf die Daten der mikropotentiellen Aufsicht, die wir auch in der laufenden Aufsicht darstellen, also auch in Bezug auf den Datenaustausch, eine ganz enge Zusammenarbeit, um Doppelerhebungen zu vermeiden. Und auf der anderen Seite auch eine etwas bessere Zusammenarbeit auf der mikropotentiellen Seite, wo es dann eben auch wieder Schnittstellen gibt, die manchmal auch klemmen können. Und daran müssen wir jetzt arbeiten, ohne dass man aus den Augen verliert, dass die Bundesbank natürlich ein Primärziel hat, nämlich das der Geldwertstabilität und dass es möglicherweise dort zu einem Zielkonflikt kommen kann, wenn man die Instrumente nicht zur Verfügung stellt, die man zur makropotentiellen Überwachung auch braucht. Also es kann nicht sein, dass am Ende erwartet wird, dass die Geldpolitik mit ihren Instrumenten
der das makropotentielle Mandat erfüllt. Insofern klare Trennung zwischen Mandat und Instrumenten und klare Zuordnung dazu. Also wir brauchen eigene Instrumente dann auch letztlich für die makropotentielle Überwachung. Können Sie das, ja, ich gebe Ihnen sofort das Wort, aber können Sie das ein bisschen konkreter machen, was sich so unter einem Instrument mir vorstellen muss? Naja, letztlich sind die Instrumente der makropotentiellen Überwachung diejenigen, die Sie auf der mikropotentiellen Seite auch finden, die Sie nur mit einer anderen Zielrichtung anwenden. Also beispielsweise Loan-to-Value-Ratios, Leverage-Ratios, das sind alles Themen, die Sie natürlich auch aus der Sicht des einzelnen Instituts bewerten müssen und dort eine Rolle spielen in der Institutsaufsicht, die aber natürlich auch Instrumente werden können, dann, wenn es darum geht, die systemische Stabilität sicherzustellen. Nur eben unter einer anderen Perspektive und nicht für ein einzelnes Institut, sondern in der Breite angewendet. Und die Rechtsgrundlagen dafür, die gibt es im Moment nicht. Und das wird einer der Diskussionspunkte sein, dann in der Ausgestaltung des 10-Punkte-Plans. Wer hat das Recht, diese Instrumente anzuwenden? Wo wird das beschlossen? Auf welcher Grundlage wird das beschlossen? Und in welchem Zusammenspiel der beiden Institutionen. Wir sind natürlich in der laufenden Aufsicht beteiligt oder durch die laufende Aufsicht beteiligt und glauben auch, dass wir da weiterhin die Rolle spielen, die wir bislang gespielt haben. Herr Blessing, Sie wollten. Ja. Auch auf die Gefahr hin, mich jetzt hier beim Nachbarn ein bisschen unbeliebt zu machen. Als international, gerade in Europa tätiges Haus, finde ich es natürlich richtig, dass wir jetzt auch eine europäische Aufsicht haben. Wenn ich es idealtypisch formulieren dürfte, wäre mir natürlich der eine europäische Aufseher am liebsten und gar nicht mehr, dass ich sozusagen mit einem europäischen Aufseher und dann noch mit jede Menge nationalen Aufsehern reden muss. Also sagen, das Ersetzen vieler Nationaler durch einen europäischen Aufseher wäre eigentlich aus meiner Sicht der richtige, konsequente Schritt, wenn man europäische Institute auch europäisch beaufsichtigen will. Das Gleiche gilt dann übrigens auch bei dem ganzen Thema Gesetzgebung, also zum Beispiel jetzt Aufsichtsthemen wie Basel III-Umsetzung oder die Frage der Einlagensicherung. Auch da wäre es mir dann am liebsten, wenn es am Schluss eine europäische, ich glaube, der richtige Wort ist Direktive, also eine Vorgabe der EU gibt und nicht mehr in allen nationalen Gesetzgebungsverfahren wieder nationale Sonderlocken gemacht werden, dass wir dann wieder Basel III Italien und ein Basel III Auslegung Frankreich und ein Basel III Auslegung Deutschland haben und es alles wieder nicht zusammenpasst, dann redet man nämlich mit denselben Begriffen wieder über ganz unterschiedliche Inhalte, hat die Transparenz nicht. Deswegen wäre es mir auch da am liebsten, wenn es einen ganz einheitlichen Regelungsrahmen geben würde, genauso wie eben eine einheitliche Aufsicht. Ich glaube, das würde auf europäischer Ebene uns echt helfen. Herr Dr. von Bomhardt, Sie sind ja sozusagen auch ein Betroffener des dann geänderten oder verstärkt, etwas stärker, prägnanter herausgearbeiteten Aufsichtsregimes. Ihr Wunsch ist es ja, weiterhin von der BaFin beaufsichtigt zu werden. Passt das noch in ein solches Modell hinein? Und wenn ich jetzt an Herrn Blessing anknüpfen darf, wäre es nicht vielleicht auch für Sie wichtig, dass Sie dann eigentlich einer europäischen Aufsicht unterliegen würden? Also was Herr Blessing zur Frage Europäisierung der Aufsicht betrifft, kann ein Unternehmen unseres Zuschnitts in jedem Punkt einzeln unterschreiben. Überhaupt keine Frage. Und dass wir gerne von Versicherern oder Versicherungskundigen beaufsichtigt werden, ist auch klar. Wer am Ende drüber steht, am Ende steht immer das Finanzministerium, was die hoheitliche Aufsicht betrifft, ist dann fein. Aber es sollte der unmittelbare Baum der Aufsicht von Versicherungskundigen geleitet werden. Vielleicht noch ein Wort zur Makroaufsicht. Es ist ja auch im Kontext vielleicht der Diskussion, ob Versicherung systemisch relevant ist, ganz interessant, dass in diesem Gremium nur ein Versicherer sitzt. Das kann man jetzt so rum oder so rum lesen. Entweder, aha, Sie sind offenbar gar nicht systemisch relevant, dann könnte man sagen, da bräuchte eigentlich gar keiner drin sitzen. Oder Sie sind systemisch relevant, da sollte es vielleicht nicht nur einer sein. Ich neige zu der natürlich ersteren Ansicht. Vielleicht hätte es gar keinen gebraucht, schadet aber nicht, wenn ein Versicherer dabei sitzt, der kann bestimmt was beitragen zur Diskussion. Herr Professor Helwig, können Sie dem Gesetzgeber noch etwas mit auf den Weg geben, wie er mit makro- und mikroprudentieller Aufsicht umgehen soll, mit der Einteilung? Ich habe da gewisse Probleme. Für mich ist das Wort makroprudentielle Aufsicht zunächst mal ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich.
Aufsicht ist etwas, wo die Behörde an die einzelne Bank geht als Rechtssubjekt, und das ist Mikro. Makroprudentielle Beobachtung, okay. Aber dann ist natürlich die Frage, was kommt bei der Beobachtung raus? Das muss umgesetzt werden in Verwaltungsakte. Und da bin ich wieder auf der Mikroebene. Also ich habe zunächst mal Schwierigkeiten mit der Terminologie und habe das Gefühl, dass man da vor lauter Überschwang, zunächst mal im Gefolge von Andrew Crockett's Kreierung des Wortes Macroprudential Supervision und dann im Gefolge der Krise, hier die Terminologie und auch die Rechtsausdrücke geschaffen hat, ehe man über die Substanz genau nachgedacht hat. Was jetzt die Substanz angeht, Herr Weidmann, ich fand es eigentlich bemerkenswert. Sie haben gesagt, wir nehmen dieselben Instrumente, Eigenkapitalregulierung, Leverage Ratio, wie bei der mikroprudentiellen Aufsicht, nur mit anderer Zielsetzung, um zu verhindern, dass es durch Interaktionen im System zu Problemen kommt. Diese Instrumente sind meines Erachtens Instrumente, die, sagen wir, das Verhalten des Systems im Makrozyklus beeinflussen können. Also etwas wie Countercyclical Provisioning beeinflusst das Verhalten des Systems im Makrozyklus, wird aber relativ wenig zu tun haben mit systemischen Interdependenzen, Dominoeffekten und ähnlichen Dingen. Insofern ist mir bei Ihrer Verbindung dieser beiden Dinge etwas unbehaglich. Ein letzter Punkt betrifft die Frage nach der Europäisierung, Vereinheitlichung, ja oder nein. Das ist natürlich ein ganz kritischer Punkt bei der Diskussion um die kommende neue europäische Gesetzgebung. Denn Herr Barnier will das natürlich als Verordnung durchführen und sagt, für das Single Rule Book brauchen wir das. Und dann würde das unmittelbar gelten. In Anbetracht dessen, dass der nationale Finanzminister bzw. der nationale Steuerzahler im Falle eines Bailout letztlich in der Pflicht wäre, ist mir da etwas unbehaglich, denn im Augenblick würde das, was Herr Barnier vorhat, vor allem die Wirkung haben, dass Länder wie Großbritannien oder Schweden von Basel III nicht nach oben abweichen können. Und wenn ich jetzt sage von Basel III, meine ich nicht, dass Basel III, über das in der ersten Runde hier so lobend gesprochen wurde, sondern dass Basel III oder die Version von Basel III, die Herr Barnier sich vorstellt, wo die Net Stable Funding Ratio zur Reduktion der Fristentransformation auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird, wo die Leverage Ratio auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird und die stillen Einlagen nicht nur für Sparkassen, sondern für allgemein für Kreditinstitute weiterhin als hartes Eigenkapital gerechnet werden. Vorhin wurde so getan, als sei Basel III in trockenen Tüchern. Nach dem, was aus Brüssel verlautet, ist es das überhaupt nicht. Wir haben jetzt fast mehr Fragen als Antworten, scheint mir. Gleichwohl muss ich mit dem Blick auf die Uhr sagen, dass wir hängen schon so ein bisschen im Zeitplan hinterher. Ich möchte Herrn Dr. Weidmann noch das Wort geben, um das letzte Wort hier sozusagen in dieser Runde geben. Bitte schön. Das ehrt mich. Ich wollte nur ganz kurz eingehen auf die semantische Frage, die ja mehr als eine semantische Frage ist, die Herr Helwig aufgeworfen hat in Bezug auf die Aufsicht. Wir sprechen ja deswegen, Helwig, von einer makroprudentiellen Überwachung und nicht von einer makroprudentiellen Aufsicht, aus genau den Gründen, die Sie erwähnt haben. In Bezug auf die Instrumente hat man natürlich auch die zwei Stoßrichtungen, die in den Makrozyklus, die Sie erwähnt haben, und dann die in Bezug auf die Interdependenzen. Und da sind wir dann auch wieder bei der Regulierung der G-SIFIs beispielsweise, wo ja die Vernetzung explizit eine Rolle spielt. Und das muss man letztlich als Gesamtpaket sehen und kann natürlich jetzt nicht nur die mikroprudentiellen Elemente in ihrer Anwendung betrachten. Und ich wollte noch einen Eindruck vielleicht korrigieren, den Herr Blessing hier
hinterlassen hat in Bezug auf die nationale Zersplitterung der Aufsicht. Wenn man das so stehen ließe, glaube ich, würde man vernachlässigen, dass ja in der Aufsichtsfrage auf der europäischen Ebene relativ viel passiert ist. Wir haben inzwischen eine europäische Aufsicht. Wir haben drei Aufsichtsbehörden auf europäischer Ebene, die sich auch zusammen, die sich koordinieren. Wir haben den Europäischen Systemischen Risikorat, in dem Hellwig ja beiträgt durch seine wissenschaftliche Expertise. Und insofern sind dort neue Strukturen entstanden, die genau dieses Ziel verfolgen. Und die laufende Aufsicht wird sicherlich nicht von Brüssel erfolgen. Herr Blessing, Sie werden weiterhin von uns besucht werden. Und insofern, glaube ich, ist das System besser, als es klang. Vielen Dank, Herr Dr. Weidmann. Ich danke den Herren, dass Sie hier mitdiskutiert haben über ein schwieriges Thema, das sicherlich heute noch gar nicht abgeschlossen ist, sondern noch viele Fragen in diesem Zusammenhang kommen werden. Herzlichen Dank. Es geht weiter mit dem Thema Finanzmarktsteuern. Wie wird der Finanzsektor an den Kosten der Krise beteiligt? Ich darf Ihnen die Herren vorstellen, die mit mir hier auf dem Podium sitzen. Walter Deffer, er ist der Generaldirektor für die Generaldirektion Steuern und Zollunion der EU-Kommission. Den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse, Herrn Dr. Reto Francioni. Neben mir auf der anderen Seite Uwe Fröhlich, den Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, sowie Herrn Professor Karl-Georg Loritz von der Universität Bayreuth. Er ist auf Unternehmenssteuern und Kapitalanlagerecht spezialisiert und leitet dort einen Lehrstuhl, der unter anderem sich auch mit Steuerrecht befasst, Zivilrecht und noch weiterem. Herrn Flussbach haben Sie heute ja schon mehrfach kennengelernt, den muss ich nicht mehr vorstellen, der wird aber mitdiskutieren und das Wort gebe ich gerne gleich an Herrn Deffer, der uns einführen wird in das Thema aus europäischer Sicht. Vielen Dank. Für die Einladung, sehr verehrte Damen und Herren. Ich will versuchen, die Diskussion über die Besteuerung des Finanzsektors nach der Krise anhand von drei Leitfragen zu strukturieren. Angesichts der fortgeschrittenen Stunde wird es nicht unmöglich sein, dass es da die eine oder andere Repetition gibt. Das bitte ich zu entschuldigen. Die erste Frage ist die, welche Rolle spielte der Finanzsektor in der Krise und können Steuern helfen, bestimmte negative Entwicklungen in der Zukunft einzudämmen? Zweite Frage, welche Kosten sind entstanden durch die Krise und welchen Anteil daran sollte der Finanzsektor tragen? Und drittens, welche Steuern sind geeignet, den Sektor an den Kosten der Krise zu beteiligen? Zur ersten Frage nach der Rolle des Finanzsektors in der Krise zeigen zahlreiche Analysen, das ist ja auch in der Diskussion bereits angesprochen worden, dass es ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren war, das zur Krise geführt hat. Makroökonomisches Umfeld mit niedrigen Zinsen in den USA, starke globale Ungleichgewichte, regulatorische und aufsichtsrechtliche Unzulänglichkeiten, aber eben auch Fehlanreize sowie exzessive Risikoübernahme im Finanzsektor gehören zu den Gründen. Es besteht breiter Konsens, und das hat die Diskussion ja auch gezeigt, dass Reformen von Aufsicht und Regulierung der Schlüssel zur Eindämmung systemischer Risiken sind. Steuern spielen da nur eine relativ untergeordnete Rolle, weil eben Regulierungsinstrumente, die Probleme, die zur Krise geführt haben, besser und zielgerichter lösen können. Finanzmarktsteuern hätten die jüngste Krise kaum verhindern können. Steuern sind jedoch von Bedeutung, wenn die Frage nach dem Beitrag des Finanzsektors zu den Kosten der Krise gestellt wird. Deshalb die zweite Frage zu den Kosten der Krise. In den Mitgliedstaaten der EU wurden in den vergangenen 3 Jahren massive Hilfen für den Finanzsektor
in Höhe von etwa 4,6 Billionen Euro zur Verfügung gestellt, fast 40% des BIP. Ungefähr die Hälfte davon wurde in Anspruch genommen, allerdings wurden und werden zum Glück Teile der Hilfen von den betroffenen Unternehmen zurückgezahlt. Die Kosten der Krise gehen jedoch darüber hinaus. Als die Krise auch die Realwirtschaft erfasste, wurde in vielen Ländern Konjunkturprogramme aufgelegt, um eine weltweite Depression abzuwenden. In der EU summierten sich die Konjunkturmaßnahmen in den Jahren 2008 bis 2010 auf jeweils rund 1,5% des BIP. Als Konsequenz der Konjunkturprogramme, aber auch des konjunkturellen Einbruchs stiegen die Defizite in den öffentlichen Haushalten erheblich an. Die öffentliche Verschuldung lag im Jahr 2007 in der EU bei knapp unter 60% des BIP. Bis 2012 erwarten wir einen Anstieg auf über 83%. Dies belastet die öffentlichen Haushalte zusätzlich und verstärkt die Notwendigkeit eines strikten Konsolidierungskurses. Dass der Finanzsektor als einer der Mitverantwortlichen für die Krise seinen Beitrag leisten soll, erscheint angesichts dieser Zahlen durchaus gerechtfertigt. Neben den Krisenkosten lassen sich aber auch steuersystematische Argumente nennen, die eine weitergehende Besteuerung des Finanzsektors rechtfertigen. Zum Beispiel sind ein Großteil der Finanzdienstleistungen von der Mehrwertsteuer befreit. Schätzungen gehen hier von einem Steuervorteil von ungefähr 0,15% des BIP, rund 18 Milliarden Euro für den Bankensektor in der EU aus. Jetzt zur dritten Frage. Welche konkreten Instrumente bieten sich an, um den Finanzsektor zu besteuern? In der Folgeabschätzung der Europäischen Kommission werden zwei alternative Steuerinstrumente jeweils mit Untervarianten untersucht. Vorweg, die Bankabgabe gehört nicht dazu. Aus unserer Sicht ist die Bankenabgabe ein Instrument zur Finanzierung von Bankensanierungsfonds, nicht zur Erzielung von Steuereinnahmen. Die erste Alternative, die Finanztransaktionssteuer, kurz FTS, ist eine Steuer auf den Bruttowert bestimmter Finanztransaktionen. Die meisten Vorschläge sehen eine Besteuerung des Handels von Aktien, Anleihen und zugehörigen Derivaten vor. Die FTS ist vergleichbar steuersystematisch mit einer Bruttoumsatzsteuer auf den Wert der einzelnen Transaktion. Die zweite Alternative, die sogenannte Finanzaktivitätssteuer, kurz FAS, die verfolgt einen vollständig anderen Ansatz. Sie wird in ihrer Grundform auf die Wertschöpfung von jedem Finanzinstitut, das heißt auf Gewinne und Gehälter, erhoben. Bei beiden Steuern stellt sich zunächst die wichtige Frage der Inzidenz. Oder anders gesagt, wer kommt am Ende tatsächlich für die Mehrbelastung auf? Ob die Steuerlast tatsächlich vom Finanzsektor getragen wird, ist offen. Bei beiden Steuern bestehen nämlich Möglichkeiten, die Steuerlast zu überwälzen. Das Aufkommen wäre zwischen den Mitgliedstaaten bei einer Erhebung der FTS an den Börsenplätzen sehr ungleich verteilt. Der Löwenanteil ging an Großbritannien und Deutschland würde dann mit weitem Abstand als Nummer 2 folgen. Auch das Aufkommen der FAS ist in Ländern mit einem starken Finanzsektor konzentriert, allerdings ist die Konzentration geringer als bei der FTS. Es kommt auch auf die Nachhaltigkeit der Besteuerungsbemessungsgrundlage an. Bei der FTS gibt es vor allem bei den Derivaten erhebliche Unsicherheit über die Höhe der tatsächlich
zu erwartenden Einnahmen. Die Annahmen über die Reaktion der Marktteilnehmer, auch darüber, wie stark Transaktionen verlagert würden, sind sehr, sehr unterschiedlich. Die FAS kann ebenfalls zu Verlagerungen führen, allerdings ist die Wertschöpfung weniger mobil. Die ökonomischen Effekte beider Steuern sind ebenfalls zu berücksichtigen. Die FTS könnte bestimmte Aktivitäten, etwa den vielfach kritisierten Hochfrequenzhandel, reduzieren. Steuertheoretisch ist die FTS jedoch nicht unproblematisch. Als Bruttoumsatzsteuer erzeugt sie Verzerrungen, die durch die Kumulierung der Steuer sich ergeben. Tendenziell ist deshalb mit einer Erhöhung der Finanzierungskosten und dadurch mit negativen Wachstumseffekten zu rechnen. Die FTS hat jedoch eine hohe politische Akzeptanz und ist sehr populär. Wird sie eingeführt, so sollte ein niedriger Steuersatz mit möglichst breiter Bemessungsgrundlage gewählt werden, um die Risiken, die ich gerade genannt habe, so gering wie möglich zu halten. Die FAS ist aus steuertheoretischer Sicht relativ neutral, allerdings hat sie im politischen Raum wenig Widerhall gefunden. Es bleiben auch technische Fragen offen, zum Beispiel die Integration in das Mehrwertsteuersystem mit dem Vorsteuerabzug etc. Lassen Sie mich zusammenfassen. Politisch und ökonomisch spricht vieles für eine stärkere Besteuerung des Finanzsektors. Es gilt aber auch, dass zusätzliche Steuerbelastungen nicht isoliert von den neuen Regulierungsvorschriften gesehen werden können. Denn das übergeordnete Ziel ist ein leistungs- und wettbewerbsfähiger Finanzsektor in Europa, der die Finanzierungsbedarfe von Unternehmen, Haushalten und öffentlicher Hand kostengünstig gewährleistet, der aber auch angemessen zum Staatshaushalt beiträgt und im Fall von Krisen nicht durch den Steuerzahler gerettet werden muss. Die technische Ausgestaltung neuer Steuern in dem Bereich des Finanzsektors, das zeigen ganz konkrete Erfahrungen in verschiedenen Ländern. Die technische Ausgestaltung kann über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Der Finanzsektor ist stark globalisiert, sehr innovativ. Die Aktivitäten sind hochmobil. Daher ist es relativ einfach, Steuern ganz legal zu vermeiden, vor allem dann, wenn sie nicht international koordiniert sind. Auch müssen Sekundäreffekte wie die Erhöhung der Kapitalkosten und ihre Auswirkungen auf Investitionen und Wachstum sorgfältig berücksichtigt werden. Breite Bemessungsgrundlagen mit relativ geringen Steuersätzen können dazu dienen, diese Risiken zu begrenzen. Große Breite ist auch geografisch angesagt. Je mehr Länder mitmachen, je abgestimmter sie vorgehen, umso geringer sind die Risiken bezüglich Abwanderung und Wettbewerbsfähigkeit. Wir in der Europäischen Kommission, wir sind dabei, einen EU-weiten Vorschlag sorgfältig vorzubereiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Deffer. Herr Dr. Franchoni setzt fort. Sehr geehrte Frau Weber, sehr geehrter Herr Flossbach, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Lassen mich zunächst eines klarstellen. Die Deutsche Börse AG ist sicher nicht, in welcher Form auch immer, verdächtig, Auslöser, Profiteur oder Sonstiges der Finanzkrise gewesen zu sein. Das Unternehmen, das ich vertreten darf, spekuliert nicht, vergibt keine Kredite, bündelt keine Kreditderivate, konstruiert keine Kapitalmarktexzesse. Und wir haben auch nie exorbitante Boni auf kurzfristige Erfolge gezahlt, nicht einmal auf langfristige. Im Gegenteil, in den Phasen höchster Not
war unser Unternehmen ein Fels in der Brandung der Kapitalmärkte. Es hat sichergestellt, dass Werte permanent gehandelt und abgewickelt werden konnten und so Kapitalfluss entstehen konnte, der Ineffizienzen und Verwerfungen auszugleichen vermochte. Insofern bin ich ein Vertreter eines untypischen Unternehmens in dieser hochrespektablen Runde. Als Vertreter eines bunten Vogels fühle ich mich allerdings nicht. Wir sind natürlich ein Teil des Kapitalmarktes, aber nicht als Akteur, sondern als Anbieter der Plattform, auf der gehandelt und abgewickelt wird. Diese Plattformen, meine Damen und Herren, sind regulierte Plattformen und ich darf mit Fug und Recht sagen, sehr regulierte, sehr überwachte Plattformen. Wenn alle Plattformen so umfassend und durchaus erfolgreich reguliert gewesen wären wie die der Deutschen Börse AG oder vieler anderer Börsenorganisationen, dann wäre die Finanzkrise sicher weniger heftig ausgefallen. Das heißt nun nicht gleich, dass ich dafür eintrete, wilder Regulation das Wort zu reden. Im Gegenteil. Aber ich war immer ein überzeugter Anhänger des Grundsatzes, dass Freiheit Spielregeln braucht, auch an den Märkten. Die Finanzkrise hat gezeigt, dass dies nicht falsch sein dürfte. Haben es doch einige mit der Freiheit und ohne Spielregeln sehr weit getrieben. Insbesondere dort, wo keine Regulation stattfand, entstanden die größten Risiken, waren und sind leider immer noch die Auslöser der Krise zu finden. Im OTC-Bereich, im unregulierten Handel von Kreditderivaten etc. Lassen mich hier eine Klammer öffnen. Wir sprechen immer von Kreditderivaten. Dass Sie eine Vorstellung haben der Größenordnung, etwa ein Viertel wird börslich gehandelt und drei Viertel außerbörslich, intransparent, unreguliert. Und wir haben vorhin die Diskussion gesehen über Risikomanagement, da gäbe es eine Lösung, das heißt Clearinghouse. Wenn Sie da ein Clearinghouse machen, wo Sie die volkswirtschaftlich relevanten Produkte wie Kreditderivate clearen müssten, hätten Sie sowohl das Marktrisiko, indem Sie alle Teilnehmer zusammenzählen würden, die dort sind, wie auch das Counterparty-Risk, das Gegenparteienrisiko, einigermaßen quantifizierbar im Griff. Das wäre ein Lösungsansatz, da bin ich natürlich Partei, das sage ich ganz klar, weil wir haben die Technologie heute schon. Wir können real-time, online, zeitverzugslos diese Daten liefern, auch den Banken, notabene, die können dann auch ein verbessertes Risikomanagement machen. Das geschieht bereits im börslich gehandelten Teil, das funktioniert. Die Frage ist, was nimmt man vom OTC-Teil auf diese Clearinghäuser? Das ist aber eine andere Diskussion. Ich komme hier auf die Finanzmarktsteuern zu sprechen. Ich möchte noch einmal betonen, die Finanzkrise hat gezeigt, um den Bundesfinanzminister zu zitieren, dass der Finanzsektor eine dienende Funktion für die Realwirtschaft erfüllen muss. Ich warne zwar ausdrücklich davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten und den Finanzsektor insgesamt zu verdammen oder gar eine Verstaatlichungsdiskussion anzuzetteln. Nichts wäre kontraproduktiver. Aber es gilt nun endlich, diejenigen Institutionen zu stärken, die eine marktnahe Regulierung mit der notwendigen Härte, aber auch mit der angemessenen Flexibilität durchsetzen können. Die Verursacher von Krisen müssen sich an den Kosten ihrer Beseitigung und an den Kosten ihrer Verhinderung beteiligen. Das ist ganz einfach eine Frage der Gerechtigkeit, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Und ein Mittel, um diese Beteiligung an der Schadensbehebung und Vorsorge zu finanzieren, sind zweckgebundene, zielgerichtete Abgaben. Ob sie immer das beste Mittel sind, dies zu klären, will ich lieber der Diskussionsrunde im Anschluss überlassen. Dabei müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Gesetze nach Parkinson
eine große Gefahr darstellen, nämlich das Risiko des Entstehens einer Bürokratie von einer nicht reversiblen oder irreversiblen Einrichtung. Aber es gibt auch da durchaus Mittel, um dies in den Griff zu bekommen. In einer ordoliberalen, nach den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft verfassten Gesellschaft muss Privatunternehmen so viel Spielraum gelassen werden, dass sie auf Änderungen in ihrem wettbewerblichen Umfeld und bei ihren Kunden, die immer internationaler werden, schon international sind, global, flexibel reagieren und vorausschauend agieren können. Im Übrigen diese soziale Marktwirtschaft, die ja eine großartige, das sage ich jetzt als Schweizer, deutsche Idee ist, konzipiert von Ludwig Erhard und seinem Berater, dem bedeutenden Wirtschaftswissenschaftler Walter Eucken, wird derzeit meines Erachtens viel zu selten verteidigt. Allerdings ist, das ist eine Binsenweisheit, der Abgabenaspekt immer auch vor einem globalen Hintergrund zu sehen. Und mein Vorredner hat mehrere Male ganz klar auf diesen Aspekt hingewiesen. Insofern bin ich auch ein Anhänger von G8 und G20, wo viele sinnvolle Dinge in einer globalen Dimension entstehen. Auch wenn man sich manchmal wünscht, dass nicht alles derart, ich sage jetzt mal, quälend langsam gehe. Aber auch Politik ist letztlich die Kunst des Machbaren, wie ich lernen musste. Ihnen muss das ja schon länger natürlich klar gewesen sein, denn die Finanzkrise haben wir alle vernünftig recht gut überstanden. Das ist auch ein Verdienst der oftmals zu Unrecht gescholtenen Politik, insbesondere der Deutschen. Ihren vorläufigen Höhepunkt hatte die Finanzkrise im Jahre 2008. Seither ist zwar einiges geschehen, aber insbesondere international noch viel zu wenig. Ich plädiere eindeutig dafür, auf internationaler Ebene, nicht auf supranationaler und schon gar nicht auf nationaler Ebene Maßnahmen zu ergreifen, um derartiges für die Zukunft sicher zu verhindern. Abgaben, Steuern können ein wenig helfen, aber nur kurzfristig. Sie verhindern nicht das Entstehen neuer Krisen und sie machen ängstliches Kapital noch ängstlicher. Die internationale Ebene heißt eben auch, dass wir, ich sage dem so in der Finanzsprache, verhindern, dass eine Regulierungsarbitrage stattfindet. Das heißt, dass die Kapitalströme dahin gehen, das fließt wie Wasser, wo sie den geringsten Widerstand haben in Gebiete, die am wenigsten reguliert sind. Und dass das sehr schnell passieren kann, ist auch ein Aspekt der Globalisierung. Sie können heute Zahlungs- und Kapitalströme innerhalb von Tagen an andere Orte verschieben. Das ist nicht das Problem. Technisch ist das schon lange möglich. Also spielt die Regulierung eine noch größere, eine noch wichtigere Rolle. Beherztes Eingreifen überall dort, wo es zu gesellschaftswidrigen Entwicklungen kommt, ist erheblich wichtiger. Ich denke, dazu bedarf es nicht vieler neuer Gesetze, aber es bedarf des Willens, wie schon eigentlich immer, wie schon vor vielen hundert Jahren, das Entstehen wilder, unregulierter Märkte zu verhindern und die Marktteilnehmer im Sinne von Fairness, Transparenz und gesellschaftlicher Harmonisierung auf einen Markt zu zwingen, wo man ihnen klare Regeln vorgibt und deren Einhaltung dann auch überwacht. Und hier bewegen wir uns zuerst vom Lokalen zum Nationalen, dann zum Internationalen, Europäischen und jetzt sind wir eigentlich auf dem Sprung, in diesen Märkten, von denen wir sprechen, Kapitalmärkten, uns zum globalen Markt zu entwickeln. Die Regeln folgen und hinken immer hinten nach. Ich war mal Jurist vor langer Zeit. Ich weiß, wie das ist. Die Regulierung hinkt immer hinten nach. Das ist auch in diesem Fall. Und wir sind mitten im Prozess auf europäischer Stufe, aber auch auf globaler Stufe, diese Regeln einzuziehen. Ich sage, diese Harmonisierung für einen Markt, wo klare Regeln vorgegeben sind, die müssen auch überwacht werden. Wenn das gelingt,
kann man sich auch, das ist jetzt ein bisschen provokativ, Strafsteuern sparen. Denn der positive Effekt durch echte auf diesen Märkten erwirtschaftete Steuern und ersparte Steuergelder, die sonst in Rettungsaktionen gepumpt werden müssten, ist für den Staat und für den Bürger sehr, sehr groß. In diesem Sinne danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Franciuni. Wir müssen jetzt etwas mit Schwung diskutieren, weil wir schon so lange hier sitzen und weil es auch schon so spät ist. Deshalb frage ich Herrn Fröhlich gleich. Herr Deffer hat gesagt, die Bankenabgabe ist keine Finanzmarktsteuer, aber sie kostet ja trotzdem Geld. Und es ist wahrscheinlich in der Kumulation der vielen Lasten, die jetzt die Institute zu schultern haben durch die neue Regulierung, wären Finanzmarktsteuern ja noch eine zusätzliche Last. Wie beurteilen Sie die Einführung, für eine mögliche Einführung generell? Frau Wiefers, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben natürlich gleich mit meinem Reizwort angefangen, Bankenabgabe und Restrukturierungsfonds als Auftakt zu dieser Diskussion. Wenn man das Thema Verursachungsgerechtigkeit und Lenkungswirkung heranzieht, dann ist uns, glaube ich, allen klar, dass das Thema Bankenabgabe wenig zielführend ist, wenn man Genossenschaftsbanken, die ein Hort der Stabilität waren und eben keine staatliche Hilfe angenommen haben, dass man die dann verurteilt, für einen Restrukturierungsfonds zu zahlen. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir uns so sehr dafür einsetzen, dass wir im Rahmen der Kompromissverhandlung für die Verordnung, die noch durch den Bundesrat muss zu diesem Gesetz, dann hoffentlich auch entsprechende Freibeträge vereinbart sehen, die einen gewissen Gerechtigkeitsanspruch unserer Organisation auch entgegenkommt. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für so ein Thema wie Finanztransaktionssteuer oder auch Finanzaktivitätensteuer. Jedwede Steuer kann man nicht isoliert betrachten, sondern muss sie natürlich von der Gesamtwirkung im Kontext des Zusammenspieles zwischen allen möglichen Aufwendungen für unsere Branche, die auch leider wenig differenziert betrachtet wird, sehen. Sie haben das Thema angesprochen, Bankenabgabe, aber natürlich auch Basel III, also zusätzliche Eigenkapitalanforderungen. Das Thema europäische Einlagensicherungsrichtlinie ist noch nicht vollständig vom Tisch. Das heißt, auch dort werden wir sehr stark zur Kasse gebeten, auch wenn wir wahrscheinlich unsere Institutssicherung weiter behalten werden können. Aber die Frage des Niveaus, des Geldes, des Kapitalstocks, der dort angespart werden muss, ist noch nicht letztendlich geklärt. Und da ist die Gefahr, dass wir eben auch noch große Aufwendungen in unserer Branche, in allen Bankengruppen sehen, die im Grunde dann natürlich auch dazu führen, dass am Ende so eine Finanztransaktionssteuer dann noch der Tropfen ist, der möglicherweise die ein oder andere Bank dann vor die Frage stellt, wie machen wir hier an dieser Stelle weiter. Ich möchte auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass aus meiner Sicht die Finanztransaktionssteuer eine Nebenwirkung hat, die wahrscheinlich auch einer Volkspartei CDU, CSU nicht gefallen kann. Ein Großteil der Steuerlast wird wahrscheinlich anfallen bei den Steuerzahlern, die eh schon Steuern zahlen, nämlich bei den Privatpersonen, bei denjenigen, die über ihre Altersversorgung nachdenken. Wenn jegliches Börsengeschäft am Ende besteuert würde, dann gilt das natürlich nicht nur für die Depot-A-Eigenanlagen von Banken oder von anderen, die als institutionelle Anleger an den Kapitalmärkten aktiv sind, sondern das betrifft natürlich auch Otto-Normalverbraucher. Und das muss man bitte schön dem dann auch erklären können, dass er zweimal zahlen soll, im Zweifel einmal für die Bankenrettung von einigen Privatbanken oder Landesbanken und zum Zweiten dann noch für den Topf, aus dem dann am Ende der Bundeshaushalt gestützt werden soll. Also das ist in sich noch eine etwas unlogische Diskussion, wo mir eigentlich eine Finanzaktivitätensteuer besser gefiele als eine Finanztransaktionssteuer. Denn wenn man bei beispielsweise Bonizahlungen von Großbanken anfängt, mal zu schauen, gibt es da möglicherweise eine Besteuerungsgrundlage oder auch bei den teilweise ja doch gigantischen Gewinnen, die wieder erzielt werden im Investmentbanking oder an anderer Stelle, dann kann man möglicherweise über diesen Weg eine Steuergerechtigkeit, zumindest eine empfundene, herbeiführen, die vielleicht in der Breite der Bevölkerung eher verstanden wird als eine Finanztransaktionssteuer. Obwohl ich natürlich realistischerweise weiß, dass die EU, heute ging es ja über den Ticker, das Thema Finanztransaktionssteuer für sich erkannt hat und ich glaube sogar 50 Milliarden anstrebt, pro Jahr zu erheben, um den notleidenden Eurohaushalten ein Stück weit auszuhelfen. Letztendlich ist da natürlich aus nationaler Sicht auch wieder die Frage, wie viel landet dann davon hier im Staatssäckel von Herrn Schäuble und wie viel wird möglicherweise zur Finanzierung des EU-Behördenapparates verwandt oder wie auch immer. Also das sind eine Vielzahl von Fragen, die noch zu klären sind. Mein Punkt ist an dieser Stelle, bitte immer den Gesamtkontext beachten und vor allen Dingen Differenzierung in der Frage, wer wird zu welchen Aufwendungen oder Steuerlasten oder Abgaben herangezogen. Wir für uns beanspruchen, dass wir an dieser Stelle ein Stück weit
Gesundheit fair behandelt werden und nicht wie die Verursacher der Finanzmarktkrise hingestellt werden. Das sind wir und das sind auch die Sparkassen ganz sicherlich nicht. Herr Professor Loretz möchte zwei Punkte auch aus dem Vortrag von Herrn Deffer aufgreifen. Das eine, die fehlende Mehrwertbesteuerung des Finanzsektors. Wäre das eine Rechtfertigung, also wenn man das aus rechtlicher Sicht sieht, um einem Sektor eine Spezialsteuer aufzuerlegen, was ja nach der Idee der Gleichheit der Besteuerung vielleicht problematisch sein könnte? Und der zweite Punkt ist, dass Herr Deffer ja gesagt hat, wir wissen auch nicht so genau, wie das wirkt oder wie die Steuern wirken, wo sie wirken, ob sie Verdrängungen auslösen, Abwanderungen in andere Märkte. Wie sieht das aus der Sicht der Wissenschaft aus? Haben Sie da Erkenntnisse drüber? Tja, Sie haben ja da nicht gerade ganz leichte Fragen gestellt. Zur ersten Frage, das ist noch die einfachere. Da muss ich natürlich sagen, eine Rechtfertigung ist das nicht. Wenn die EU sagt, wir nehmen einen Teil, in diesem Fall dem Finanzsektor, aus, dann hatte sie gute Gründe. Man hätte dies auch anders machen können. Wenn man es nicht machen will, soll man ehrlicherweise sagen, dann nehmen wir den Finanzsektor mit rein, dann müssen wir ihn auf andere Weise entlasten. Aber es ist kein Grund zu sagen, die sind jetzt nicht drinnen. Und jetzt ist für uns als EU der Einstich, eine Legitimation zu finden, warum wir den Finanzsektor mit reinnehmen. Mir wäre viel wohler, wenn ich hier rausging, sowohl als Wissenschaftler, vor allem als Steuerberater, da ist mir jede Steuer am liebsten, die nicht auch noch erhoben wird, es ist kompliziert genug. Wir können es in der Praxis viel schwerer handhaben, als wenn man in der Wissenschaft redet. Wenn Herr Deffer heute das Bekenntnis ablegte, dass das nicht der Einstieg in neue EU-Steuern ist und man nicht sagt, wir nehmen das jetzt zum Anlass, die Finanzkrise, dass wir in der EU Steuern erheben können. Das ist das, was mich so etwas beunruhigt. Also das reicht mir nicht aus. Es gibt andere Legitimationen, dass man ganz einfach sagt, die Bürger erwarten von der Politik, dass sie Gelder erhebt und dass sie sagt, es wird nicht auf den allgemeinen Steuerzahler verteilt. Das ist ein politisches Argument, das ich als Wissenschaftler durchaus nachvollziehe. Da gibt es dann viele Argumente, nämlich wen trifft es, wie ist es. Das Zweite, wir wissen nicht wirklich, wie sie wirkt. Da kann ich nur sagen, wenn ich jemanden kennen würde, der das wüsste, ja, dann hätte ich schon lange dazu viel wissenschaftlich weitergeforscht. Ich habe heute gedacht, nur ich sei der, der so wenig weiß. Ich bin erfreut, dass die Frau Bundeskanzlerin trotz ihres Weltblicks und ihrer tollen Rede, die sie heute gehalten hat, was ich auch im Vorbeigehen gesagt habe, offenbar auch noch nicht alles weiß, wie es wirkt. Ich sage, wir werden, wenn wir nicht wissen, woher die nächste Krise kommt, und das ist für mich das größte Problem, das ist gar nicht gesagt, dass sie aus dem Finanzsektor kommt, erst recht nicht wissen können, ob wir mit der Steuer überhaupt die erfassen, die die nächste Krise auslösen. Ich vermute, es werden ganz andere sein als vielleicht sogar der Finanzsektor. Wenn das so ist, müssen wir die Konsequenz ziehen. Es darf nur eine Steuer sein, wenn man schon das Geld braucht und wenn wir die Steuer überhaupt brauchen. Ich sage nicht, dass wir sie brauchen, aber ich sage, wenn wir sie brauchen, dass sie so unauffällig ist, dass wir immer noch in Europa attraktiv genug sind, dass niemand sagt, ich gehe in ein unsicheres Land oder ich handle nicht über die Börsen, obwohl die Steuer da ist. Also das heißt, wir stochern hier im Nebel mit einer sehr wackeligen Stange. Wir wissen nicht, ob wir die Richtigen erwischen. Wir wissen das Aufkommen nur begrenzt. Und deshalb sage ich, Sie können weder wissenschaftlich noch praktisch noch sonst wie in der heutigen Zeit das sagen. Also müssten wir uns auf vieles einstellen, müssten die Steuer als das nehmen, was sie ist, eine Einnahmequelle, die dann aber bitte auch irgendwo dahin müsste, dass wenn die nächste Krise kommt, dass wir sie haben. Wenn sie im allgemeinen Haushalt irgendwo verschwindet, dann werden wir sie nicht haben, wenn wir sie brauchen. Herr Flussbach, neben dem Argument der einerseits der Einnahmen, aber dann auch dem Argument der Lenkung, was mit dieser Steuer verbunden ist, ist die Gerechtigkeit ja ein großes Thema, dass die belastet werden, die die Krise verursacht haben. Wenn diese Steuer nun gar nicht da landet, wo sie eigentlich landen soll, haben Sie dann auch politisch eine gute Tat getan, will ich mal so sagen, dass Sie eine solche Steuer einführen, aber sich dann doch bei Ihren Wählern quasi nicht so begeistert sind davon, wie Sie sich das erhoffen. Frau Wefers, es ist heute sehr viel schon über Gerechtigkeit gesprochen worden.
Nur wenn es um eine Beteiligung auch des Finanzsektors an den Kosten der Krise, habe ich heute, auch jetzt gerade auf dem Panel, eher große Befürchtungen gesehen, dass man auf jeden Fall mal erst prüfen sollte, ob das alles gerechtfertigt ist, wo das hinfließen könnte, ob das in die richtigen Kanäle fließt. Gerechtigkeit heißt für uns Parlamentarier, wenn wir am Wochenende wieder in unseren Wahlkreisen sind und über Kleinstbeträge diskutieren. Und Frau Merkel hat ja in ihrer Rede deutlich gesagt, man hat den Eindruck, in der Politik ist die kleinste Einheit eine Milliarde. Da geht es doch um andere Positionen. Und die Bürger fragen uns natürlich bei jeder Gelegenheit, was sind das eigentlich für 480 Milliarden Rettungsschirm für die Banken oder diese 750 Milliarden beispielsweise für die Staaten? Da haben wir eine Verpflichtung, da eine gewisse Erläuterung zu geben. Und Erleuchtung wahrscheinlich auch noch. Die Frage ist natürlich, ob wir die Erleuchtung haben. Aber wir diskutieren natürlich über die Fragen, das hat auch Herr Schäuble wegen der Legitimität allein schon des politischen Handelns gefragt, wie wird denn die Finanzwelt wirklich beteiligt an dieser Krise? Herr Deffer hat mehrere Beispiele aufgeführt, wo man beteiligt werden könnte. Wir haben im Bundeshaushalt eine Position von 2,3 Milliarden eingestellt für das nächste Jahr und haben ein deutliches Zeichen gesetzt. Wir auch mit Seiten der Bundesregierung wollen schon in die Richtung einer Finanztransaktionssteuer. Ich darf nachher vielleicht ein bisschen später auf die Argumente der Mitdiskutanten noch eingehen. Aber warum? Gucken Sie sich mal die Finanzmärkte der Welt an. Ich nehme jetzt mal die USA, ich nehme noch Japan und Russland. Die lege ich jetzt mal zur Seite und betrachte alle anderen Märkte. Irgendwo gibt es in der ganzen Welt immer noch eine Finanztransaktionssteuer, eine Börsenumsatzsteuer, egal in welchem Bereich, ob Sie China nehmen, ob Sie Indien nehmen, ob Sie Großbritannien mit der Stempelsteuer nehmen. Es gibt in fast allen Ländern jetzt, wenn ich Europa noch hinzunehme, nahezu überall irgendeine Abgabe auf Finanztransaktionen. Und dann kann es doch nicht unsere Aufgabe sein, zunächst mal sagen als Parlamentarier, wir nehmen jetzt mal erst die unterste Ebene, nur Deutschland, und verschlechtern unseren deutschen Markt, sondern die politische Forderung von uns Parlamentariern an die Regierung muss doch sein, sehen Sie erst mal zu auf der G20-Ebene, dass dieses dort mal erst geregelt wird. Denn auf der G20-Ebene gibt es in Pittsburgh Beschlüsse, da steht nachhaltig drin, faire und nachhaltige Beteiligung des Finanzsektors an der Krise. Und wir reden ja um Summen, über Summen hier, wir reden ja nicht über Peanuts, sondern die Bürger verlangen von uns, dass wir uns diesem Thema sehr intensiv stellen. Und ich sage mal als ein Beispiel, weil wir morgen eine größere Diskussion im Parlament haben, wir halten nichts davon, eine Steuer einzuführen, wie es die Linke will. Die will nämlich neben der normalen Besteuerung von allen Finanzunternehmen zukünftig eine zusätzliche Abgabe von 0,15 bis 0,30% der Bilanzsumme. Jetzt weiß ich inzwischen durch viele Gespräche auch mit Ihnen, dass Sie wissen, was das bedeutet für Ihr Unternehmen. Und ich weiß übrigens auch, da nehme ich noch die Krise noch einmal mit dran, ich weiß inzwischen auch, was aus der Krise geworden wäre für manch andere Banken, die nicht unter den SOFIN hingegangen sind. Es sind 10 Banken dorthin gegangen, aber es hat auch viele Banken gegeben, die haben sich nur überleben können, weil andere unter den SOFIN gegangen sind. Und da gilt es auch, ich rede nicht von den Raiffeisenbanken, aber ich rede schon von der DZ-Bank. Ich rede nicht von den Sparkassen, ich rede aber von den Landesbanken. Also es hängt schon alles mit irgendwie zusammen. Und darf ich noch was sagen? Nicht mehr, ne? Mache ich nachher. Vielen Dank zunächst. Ich habe die Proteste hier zur Kenntnis genommen und die Wortmeldungen notiert, möchte aber Herrn Deffer erstmal fragen, Sie sind ja schon angesprochen worden, ob Sie garantieren können, dass das nicht der Einstieg in eine neue EU-Steuer sein wird. Ich möchte es aber noch verbinden mit einer weiteren Frage, weil nämlich danach, wie Sie den Spagat lösen wollen, dass ich verstanden habe aus Ihrem Vortrag, dass die Finanztransaktionssteuer eigentlich diejenige ist, die viel schwieriger und mit viel unkalkulierbareren Folgen ausgestattet ist, im Gegensatz zu einer Finanzaktivitätensteuer, aber es offensichtlich ja eine politische Festlegung gibt in Europa oft und auch hier offensichtlich im Parlament auf die Finanztransaktionssteuer. Im Herbst soll der Vorschlag kommen aus Brüssel. Wie wollen Sie das lösen? Vielen Dank. Also erstmal zur ersten Frage, kann ich eine Garantie geben? Natürlich kann ich das nicht. Und ich glaube auch, wir sollten die beiden
Diskussionsebenen voneinander trennen. Es gibt eine Ebene, und das sollten wir hier diskutieren, das ist die Frage, macht Sinn, eine Besteuerung, eine zusätzliche Besteuerung des Finanzsektors einzuführen und wenn, wie? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist dann eine ganz andere Frage, das ist die Frage, was machen wir mit den Einnahmen, wenn wir sie eingeführt haben? Und da gibt es viele gute Ideen und da gibt es eben auch eine Diskussion, kann das eine EU-Steuer sein, ja oder nein? Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Die Steuerzahler sind immer die gleichen. Das muss man sich auch überlegen. Heute, ich glaube, während wir reden, ist die Kommission immer noch in Beratungen zu der Frage, was sind die Vorschläge für den Finanzrahmen nach 2013? Und da werden auch beraten werden Vorschläge für EU-Eigenmittel. Ich bin kein Hellseher, ich weiß nicht, was aus der Diskussion herauskommt, aber es ist richtig, dass schon im Budget Review im letzten Oktober die Kommission mehrere Kandidaten für eine EU-Steuer genannt hat und da war die Finanzsektorbesteuerung dabei. Also so viel kann ich sagen, aber ich glaube wirklich, wir sollten konzeptionell die beiden Dinge auseinanderhalten. Wenn ich gerade bei Herrn Professor Loritz bin, bei der Mehrwertsteuer, da verstehe ich Ihr Argument nicht. Wenn wir eine Gleichmäßigkeit der Besteuerung haben wollen, dann müsste auch der Finanzsektor der Mehrwertsteuer unterliegen. Okay, gut. Nun wissen wir alle, dass es technisch sehr schwierig ist, weil es Margengeschäfte sind und da kann man die normale Technik der Mehrwertsteuer nicht anwenden. Deswegen die Idee zu sagen, okay, vielleicht kann eine FAT oder eine FTT sozusagen diese Besteuerung teilweise zumindest ersetzen. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Logik dahinter steckt, aber das Hauptargument war ja ein anderes. Das Hauptargument war, dass wir durch die Finanzkrise bleibende Krisenkosten haben, insbesondere durch die erhöhte Staatsverschuldung. Das sind jedes Jahr bestimmte Zinszahlungen, die jedes Jahr fällig werden. Und da gibt es doch eigentlich kein Argument dagegen zu sagen, da sollte sich der Finanzsektor auch dran beteiligen. Das ist was anderes als die Frage, wie können wir verhindern, dass in Zukunft der Steuerzahler wieder Krisenkosten übernehmen muss. Das ist die Diskussion der Bankenabgabe. Aber die Finanzierung der dauerhaften Kosten aus der letzten Finanzkrise, meiner Ansicht nach, gibt es da ein gutes Argument. Herr Flussbach hat von Gerechtigkeit gesprochen, den Finanzsektor auch da zu beteiligen. Wenn man sich FTT und FAT anschaut, das war jetzt Ihre zweite Frage, ganz kurz nur. Die Frage ist ein bisschen, was will man, was sind die unterschiedlichen Kriterien, die man anlegt. Man kann nicht sagen, mathematisch die eine ist besser als die andere. Wenn es einem darum geht, zum Beispiel, was ich gesagt habe, den High-Frequency-Trading, den Hochfrequenzhandel etwas zu reduzieren, dann ist die FTT die richtige Steuer. Wenn es einem darum geht, eher die Gesamttätigkeit der Finanzinstitutionen zu besteuern, dann führt es eher auf die FAT. Aber die FAT ist heute in der politischen Diskussion praktisch kaum auf der Tagesordnung. Und ich glaube, das zeigt die Diskussion in Deutschland, das zeigt die Diskussion in Europa. Und wir müssen auch politisch sensibel sein. Und wenn wir eine FTS einführen, dann muss es eben so geschehen, dass die potenziellen negativen Risiken minimiert werden. Und dazu gehört auch das
Abwanderungsrisiko zum Beispiel. Herr Dr. Franzoni, ein Aspekt bei der Einführung einer solchen Steuer ist ja der Lenkungsaspekt. Also kann man mit einer, das wäre in dem Fall dann eine Transaktionssteuer, die Märkte etwas entschleunigen und auch dadurch die Märkte entschleunigen und Spekulation eindämmen. Das ist ja ein viel genanntes Argument der Befürworter einer solchen Steuer. Das Wort High Frequency Trading ist bereits gefallen. Technisch können Sie das sicher perfekt beurteilen. Würde das damit gelingen? Ich glaube nicht nur technisch, man muss das vor allem substanziell beurteilen. Was heißt das in der Substanz? Also Hochgeschwindigkeit per se beschleunigt nur die Prozesse, aber es verändert überhaupt nicht die Mechanismen. Also beispielsweise der Preisbildungsprozess, den wir haben, wird nur beschleunigt. Das Resultat ist genau das Gleiche. Man kennt die Matching-Algorithmen, also unter welchen klaren Regeln welche Preise zustande kommen, ob das jetzt schnell oder im Zeitlupentempo oder wie immer das geht, ist völlig Wurst. Wir haben in unseren Systemen Regeln, dass wenn gewisse Schwankungen überschritten werden, dass wir automatisch stoppen. Aber nicht um das zu entschleunigen, sondern um den ganzen Markt darauf aufmerksam zu machen, in diesem bestimmten Titel passiert etwas. Ihr habt jetzt alle die Möglichkeit, Aufträge rauszunehmen oder Aufträge reinzugeben. Dann macht man wieder eine Eröffnungsaktion und dann geht das weiter. Wenn die Schwankung immer noch zu groß ist, dann wiederholt man das. Das heißt im Klartext, Geschwindigkeit oder Hochfrequenzhandel ist weder eine Strategie, sondern das ist überhaupt nicht, das ist nur Technologie. Das macht einfach alles schneller. Und das möchte ich ein Beispiel nennen, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden. High-Frequency-Trading, hat das irgendwie Crash-Charakter oder könnte das einen Crash beschleunigen? Nein, weil wir eben diese Sicherungsmechanismen drin haben und wir haben diese Sicherungsmechanismen drin im Gegensatz zu USA. In USA hat es ja gewisse Entwicklungen gegeben, die sind bei uns gar nicht möglich, weil wir diese Unterbrechungen auf Stufe Titel haben. Das heißt, der Titel hat immer einen bestimmten Preis und damit geschieht jetzt, und das ist ein bisschen der größere Gesamtrahmen, der eben notwendig ist, dass man den sieht, wenn man solche Themen diskutiert. Der Titel hat permanent einen Preis, damit kann permanent der Index gerechnet werden, damit kann die Option, die darauf gehandelt wird, Stichwort die Derivate, können auch gerechnet werden. Das heißt, wir haben einen kontinuierlichen Marktverlauf und wie gesagt, der geht schneller im Ausgleichbereich, im Preisbildungsprozess, aber von der Entwicklung her haben wir Sicherungsmechanismen drin, wo der ganze Markt reagieren kann. Ich habe noch eine Bemerkung. Darf ich da nur eine Sache nachfragen? Weil das Argument, so wie ich das immer verstanden habe, ist, dass die Margen in dem Geschäft so gering sind, dass wenn man das verteuert durch eine Steuer, dass das Geschäft dann unattraktiver wird und dadurch eine Verkleinerung der Menge zustande käme. Nein, das ist, weil die Margen, die Steuer wird gerade weitergegeben und der Spread im Handeln, Sie sprechen von dem, der bleibt gleich. Der Spread ist definiert, da sind wir nach dem Komma, also im zweistelligen Komma-Bereich, die handeln sogar dazwischen. Der Spread tut da überhaupt nichts zur Sache, sondern die Liquidität, die da zugeführt wird. Das ist das eine. Und eine Steuer würde gerade direkt weitergehen und würde einfach die Transaktionskosten vergrößern. Aber auf den Spread und auf die Mechanik, die ich Ihnen jetzt geschildert habe, hat das nicht die geringsten. Also die Mechanik bleibt die gleiche. Ich möchte aber, und wir haben die Steuerexperten hier, ich bin kein Steuerexperte, ich möchte einfach noch eine Frage, und zwar bei den Finanzen wird immer gesprochen von den Margen, das ist richtig, und vom Gewinn. Aber ich vermisse in dieser Diskussion, mit welchem Risiko welcher Gewinn erwirtschaftet wird. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie als Anleger eine festverzinsliche Anleihe kaufen, haben Sie 3% innerhalb in einem Jahr per annum. Wenn Sie eine Option kaufen, dann sind Sie einmal irgendwie auf 1000, dann sind Sie bei minus 50 und am Schluss sind Sie auch, wenn Sie es prozentual ausdrücken, nach einem Jahr bei 3%. Ja? Das sind zwei völlig
Sie besteuern 3% mit völlig unterschiedlichem Risikoprofil. Das ist das, was mir in der Diskussion noch fehlt. Und das ist auch da, wo ich sage, da können wir eine echte Dienstleistung bringen in dieser Wertschöpfungskette, indem wir eben noch ein Zwischenstück einbauen, nämlich dieses Clearinghouse, was ich erwähnt habe, das mindestens die Daten liefert, ja, auf denen man dann praktisch die Annahme machen kann, wie man diese Märkte besteuern will, wie man da reingehen will. Also das ist für mich noch ein wichtiger Aspekt, der als, ich sage mal, Laie im Steuerrecht für mich manchmal eine zu wenig große Rolle spielt, weil es muss am Schluss der Anreiz sein, Risiko zu nehmen. Wenn dieser völlig genommen ist, dann geht keiner mehr hin und nimmt ein Risiko, um irgendwie Geld zu verdienen. Dieser Aspekt kommt meines Erachtens in den Diskussionen manchmal noch ein bisschen zu kurz. Ja, das halte ich mal fest mit dem Risiko. Aber Herr Fröhlich wollte wahrscheinlich noch mal auf die DZ-Bank reagieren. Nein. Da würde ich gar nicht so furchtbar drauf hauen, ohne hier die Sensibilität des Gastgebers zu sehr zu verletzen. Aber an dieser Stelle wirklich deutlich gesagt, wir sind natürlich abhängig von der Stabilität der Finanzmärkte, auch als genossenschaftliche Finanzgruppe. Aber wir waren nicht vor die Situation gestellt, mit der DZ-Bank zum SOFIN zu gehen. Da haben wir unsere eigene Institutssicherung. Ich möchte aber an dieser Stelle nur noch mal deutlich sagen, eine unbeabsichtigte Lenkungswirkung dieser Finanztransaktionssteuer stellt sich natürlich aus Sicht einer rein national orientierten Bankengruppe ganz anders dar als beispielsweise für die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Uns ist, glaube ich, allen klar, dass es keine weltweit gleichzeitig eingeführte Finanztransaktionssteuer geben wird. Und wenn wir jetzt als Steuerzahler in Deutschland allein auf Ebene der Ortsbanken, die ohnehin etwa knapp 2 Milliarden Steuern jedes Jahr zahlen, zusätzlich eine Finanztransaktionssteuer entrichten auf Eigenanlagen und unsere Kunden wiederum auch die Finanztransaktionssteuer zahlen, so wird sicherlich das Eigenhandelsgeschäft einer deutschen Bank dahin wandern, wo die Finanztransaktionssteuer nicht anfällt. Da brauchen wir ja nicht naiv sein. Das heißt, es wird von daher natürlich, das würde ich zumindest aus Sicht der Deutschen Bank oder auch anderer, die das können, so organisieren, entsprechend die Geschäfte so abwickeln, dass sie eine minimale Steuerbelastung haben. Das muss uns, glaube ich, allen klar sein. Und deswegen gibt es da an dieser Stelle natürlich auch wieder einen negativen Beigeschmack, dass bei so einer Steuer die eher national orientierten Einrichtungen wie die genossenschaftliche Finanzgruppe, aber sicherlich auch die Sparkassen, am Ende die wesentlichen Finanziers sind von Entwicklungen, die wir nicht zu vertreten haben. Am Ende ja dazu beizutragen, dass entsprechende Haushaltslücken geschlossen werden oder eben auch Aufwände mitgetragen werden, die nicht hier zu suchen sind. Und das ist aus unserer Sicht natürlich extrem stark zu bemängeln bei so einer Finanztransaktionssteuer. Wenn, dann muss das tatsächlich eher in eine Richtung Aktivitätensteuer gehen und dann eben auch risikoorientiert dort an den Hebeln ansetzen, die uns in der Vergangenheit in diese Krisensituationen gebracht haben, und nicht zu versuchen, an der leichtesten Stelle, wo man etwas ganz grundsätzlich und pauschal vereinbaren kann, dann alle zur Kasse zu bitten. Das widerstrebt zumindest meinem Gerechtigkeitsgefühl. Und an dieser Stelle nochmal angesprochen, Sie belasten im Zweifel auch den Anleger, nicht die Banken. Die Finanztransaktionssteuer ist in großen Teilen eine weitergereichte Steuer, die am Ende den Anleger trifft und die Banken als durchlaufenden Posten in großen Teilen nur betrifft. Als ich meine Banklehre machte 1978, da gab es auch schon eine Börsenumsatzsteuer, die wir gerechnet haben. Die ist mal abgeschafft worden aus guten Gründen und man würde jetzt genau diesen Fehler wieder machen. Also an der Stelle, meine ich, sollte man zielorientierter vorgehen als mit der großen Fliegenklatsche. Herr Flossbach hat sofort Bedarf. Ja, ist doch klar. Ich meine, ich hätte auch noch eine Frage, aber machen Sie mal. Aber die abgeschaffte Börsenumsatzsteuer war doch zu einer ganz anderen Zeit mit einem ganz anderen Satz. Hier wird heute diskutiert von einer maximalen Größe von 0,05%. Und es geht darum, eine vernünftige Bemessungsgrundlage hinzukriegen. Wir wissen auch, dass jede Form von Finanztransaktionssteuer, wie sie heute diskutiert, die Krise nicht verhindert hätte. Und es geht immer bei diesen Themen darum, wie kann man Ausweichreaktionen vermeiden. Wir wissen auch, nur partiell wird sie Lenkungsfunktionen wahrnehmen. Es ist natürlich ganz wichtig, was im Derivatehandel passiert. Aber nicht entscheidend ist, auch Herr Fröhlich, da muss ich Ihnen widersprechen, dass Sie den Privatanleger sprechen. Bei 0,05% Beteiligung des Privatanlegers bei einer Sparanlage. Ich meine, wir Parlamentarier würfen ja nicht diese Sachen aus, sondern wir sitzen ja mit Ihnen und mit vielen anderen Experten auch zusammen. Und diese Beispiele
Beispiele sind ja rauf und runter gerechnet worden, was das langfristig ausmacht für einen normalen Anleger. Deswegen halte ich es nicht für richtig zu sagen, das ist das große Problem, gerade auch der nationalen Banken. Ich sehe dieses Thema nicht so wie Sie. Und ich merke auch immer die Fragen nach Ausweichreaktionen. Frau Merkel hat noch mal deutlich gesagt, reichen Sie uns die Hand in dieser Frage. Die Politik bemüht sich auf internationaler Ebene, wirklich die alle einzufangen, die auch bereits eine entsprechende Steuer haben und versuchen, das irgendwo auf eine gleiche Ebene zu kriegen. Selbstverständlich kann jede Bank das selbst entscheiden. Und ich weiß auch, viele Banken können auf den Knopf drücken oder im Internet. Es gibt viele Möglichkeiten, das irgendwo zu umgehen. Aber wenn die Politik einen Weg beschreitet, auch für Stabilität zu sorgen und natürlich auch die Frage noch einmal stellt, sind Sie im Bankenbereich bereit, einen Beitrag zu leisten, dann müssen wir auch die Forderung an Sie richten können. Anders geht das nun einmal nicht, denn sonst versucht jeder doch seinen eigenen Weg zu gehen und letztendlich kommen alle wieder zur Politik und sagen, oh, ist wieder was passiert, jetzt sind Sie dran, vielleicht nicht im Finanzbereich, vielleicht in einem anderen Bereich, aber unsere Aufgabe als Parlamentarier ist es auch, entweder schaffen wir Regeln, sie können national sein, wir versuchen sie immer international, gerade in diesem Bereich hinzukriegen. Aber wir erwarten auch, dass die Banken und die Finanzindustrie auf die Politik zugeht und mit daran wirkt, dass eben auch eine Beteiligung möglich ist. Und dann können wir uns darüber streiten, ob es die FTS ist oder die Aktivitätssteuer. Das ist durchaus eine Frage. Wir haben erlebt, dass eine zusätzliche Gewinn- und Vergütungsbesteuerung auch nicht der richtige Weg ist. Herr Francioni, Sie haben gesagt, das würde Bürokratie bringen. Kann ich auch nicht akzeptieren. Die Finanztransaktionssteuer ist die einfachste Ermittlung der Steuer, weil sie unmittelbar beim Unternehmen ansetzt. Einfacher kann man im Grunde eine Steuer nicht erwirtschaften. Das sagt uns auch jeder, der eine Transaktionssteuer im internationalen Bereich erhebt. Deswegen sollten wir uns auf die wesentlichen Punkte konzentrieren. Und es ist nicht der normale Anleger, sondern es geht hier um die Bankengeschäfte, es geht um die Derivate. Wie können wir sie erfassen? Clearingstellen, all diese Dinge, die Transparenz, alles Dinge, die wir unterstützen und die wir auch fordern. Aber wir wollen auch eine Beteiligung des Finanzsektors haben. Ich würde Herrn Professor Loritz gerne noch mal die Frage nach dem Satz, die Frage mit dem Satz aufgreifen, ob das quasi der Ausweg ist, dass es eigentlich gar keiner merkt, weil es zu wenig ist. Und Herrn Deffer würde ich die Frage gerne stellen, dass das so einfach ist mit der Bemessungsgrundlage, also dass es eine so einfache Steuer ist. Bei Derivaten habe ich das Gefühl, es ist gar nicht so einfach, an welcher Bemessungsgrundlage man da anknüpft. Oder es wird vielleicht auch gleich irrsinnig teuer. Aber Frau Fevers, es ist alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn ich sehe, welche komplizierte Steuern und welche komplizierte Systeme wir haben, dann bin ich voll bei Ihnen, Herr Flosbach, dass diese Steuer, die Sie einführen wollen, eine ziemlich einfache Steuer ist, wenn nur alles so einfach wäre. Ja, das muss man einmal deutlich sagen. Also an der Frage, das technisch einzuführen, liegt es nicht. Und ich möchte hier als Wissenschaftler überhaupt nicht den Eindruck erwecken, als fände ich nicht auch noch irgendein Bedenken, warum irgendwas in Deutschland nicht geht. Diese Bedenken finde ich, aber das ist nicht mein Ansatz. Wenn die Politik sagt, wir können auch keine Wunder wirken und wir brauchen irgendwo das Geld und das ist ein politischer Weg, dann sage ich als Wissenschaftler, aber auch als Praktiker ganz deutlich, wegen 0,05%, und da beantworte ich auch Ihre Frage, wird keiner irgendwohin ausweichen. Um es deutlich zu sagen, wenn ich das vermeiden will, dann darf ich nicht zu einer normalen Geschäftsbank gehen, um meine Aktien zu kaufen oder sonst was zu kaufen, wo ich 1% für einen Umsatz bezahle. Da muss ich zum Discountbroker gehen. Trotzdem gehe ich zu einer normalen Geschäftsbank, wenn ich dafür eine gute Beratung kriege. Ich möchte das nicht kleinreden. Ich möchte auch nicht, dass wir hier in der letzten Runde, wo es um Steuern geht, wieder als die ewigen Bedenkenträger gehen. Wir können es einführen. Ich bin aber voll der Meinung, wir müssen versuchen, die auf alle Produkte einzuführen. Auch da werden wir die Bemessungsgrundlage finden. Jetzt sind wir bei der Frage, finden wir eine Bemessungsgrundlage, um das Risiko adäquat einzupreisen bei der Steuer? Theoretisch ist das alles möglich. Praktisch ist es auch möglich. Nur wir müssen dann wahrscheinlich relativ pauschal sagen, wie wir es ansonsten auch tun, bei Zertifikaten, Derivaten dieser Art, und da haben Sie ja uns Erleichterungen verschafft und der Politik noch mehr, können Sie ja helfen und da haben wir das. Die größte Frage ist, wie erfassen wir das, was außerhalb des Bankensektors vorgeht? Aber so furchtbar schwierig stelle ich mir es auch nicht vor. Wir können ja doch in Europa, wenn die Europäer sich einig sind, sagen, wer solche Geschäfte in Europa macht, der braucht irgendwo eine Art Registrierung, irgendeine Art Zulassung, wie das sonst auch ist. Und warum bitte soll das nun ausgerechnet
nicht gehen. Also einfaches Fazit, technisch ist das machbar, erhebungsmäßig ist es auch machbar. Über Gerechtigkeit können wir lange diskutieren. Bei 0,05% glaube ich nicht, dass jemand geht, um Finanzgeschäfte irgendwo im Kongo zu machen. Wenn ich eine Versicherung brauche, mache ich die auch lieber in Deutschland und nicht bei einer US-Versicherung, obwohl ich weiß, dass ich hier gewisse Versicherungssteuer von immerhin 19% bezahle. Ich frage, was kriege ich an Leistung? Also lassen Sie uns nicht über Scheinprobleme reden, sondern lassen Sie uns reden, brauchen wir es? Und lassen Sie uns reden, wie machen wir es effektiv, dass wir das Ziel erreichen. Aber ein Satz liegt mir am Herzen, lassen Sie uns ein bisschen darüber hinausdenken. Ich wiederhole nochmal, was ich bei der ersten Frage gesagt habe. Ich glaube nicht, dass irgendjemand absehen kann, was künftig an Krisen oder sonstigen Dingen kommt. Wir müssen leider im negativen Sinne etwas kreativ sein, was uns noch alles erwartet und nicht glauben, wir wüssten jetzt alles, was gewesen ist. Ich mache der Politik überhaupt keinen Vorwurf, dass sie das nicht gesehen hat. Es wäre doch keiner drauf gekommen, dass beispielsweise jemand wie Herr Madoff von der amerikanischen Aufsicht nicht erkannt wird, dass der ein Spekulant ist und dass er heute im Gefängnis landet. Also insofern sage ich, wir müssen, glaube ich, da weniger bedenken und mehr, was wir realistisch können. Und wenn alle Steuern so einfach wären wie die Finanztransaktionssteuer, die Sie in dieser Konstellation vorhaben, hätten wir es auch als Steuerwissenschaftler und Steuerberater entschieden einfach. Machen Sie es, Herr Deffer, machen Sie es den Wissenschaftlern leicht. Ich bin dem Herrn Professor Loretz sehr dankbar für alles, was er gesagt hat, und ich kann ihm da nur zustimmen. Technisch ist es nicht ganz einfach, aber es ist machbar. Das ist, glaube ich, die Schlussfolgerung. Und Frau Lefer, Sie haben die Derivate angesprochen. Es ist richtig, da kommt es darauf an, nimmt man den Notional Value, den Basiswert. Und da diese Produkte sehr stark geleveraged sind, muss man da aufpassen, dass man die Risikoabsicherung nicht zu teuer macht. Aber wir wissen ja, da kann man vielleicht mit differenzierten Steuersätzen arbeiten. Also sowas ist alles irgendwie managebar. Worauf ankommt ist, und das hat Herr Professor Loris auch gesagt, wir müssen es möglichst breit machen, und der Steuersatz muss so sein, dass die negativen Effekte, insbesondere die Abwanderungseffekte, möglichst minimiert werden. Mit Blick auf die Uhr möchte ich allen sehr herzlich danken, dass Sie hier mitgewirkt haben. Ihnen danken, dass Sie zugehört haben. Herr Dr. Franchoni gibt hier noch mit auf den Weg, dass sein Clearinghouse wahrscheinlich ein wichtiger Baustein sein könnte in der Konstruktion einer solchen Steuer. Und ich darf das Wort an Frau Hasselfeld, die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, geben, um zum Schluss zu uns zu sprechen. Jetzt muss ich noch was sagen, bis Sie das Mikrofon erreicht haben, dass das nicht so... Nein, Sie müssen nicht rennen, bitte. Frau Hasselfeld, Sie haben das Wort. Liebe Frau Wevers, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem Kongress wurde eine Zwischenbilanz gezogen über die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Finanzmarktregulierung. Aber es war weit mehr als eine Zwischenbilanz. Es war eine intensive Diskussion auch über künftig notwendige oder auch mögliche zusätzliche Maßnahmen, um auch künftig erstens Krisen, wie wir sie erlebt haben, zu verhindern und zweitens aber einen stabileren und einen widerstandsfähigeren Finanzmarkt, und zwar nicht nur einen nationalen, sondern international widerstandsfähigen Finanzmarkt zu erreichen. Und wenn wir uns die Bilanz ansehen, dann sehen wir, dass wir wohl die tiefgreifendste Finanzkrise der Nachkriegszeit erlebt haben, mit Auswirkungen auch auf die Realwirtschaft. Und glücklicherweise sind die Horrorprognosen in Bezug auf wirtschaftliche Entwicklung, in Bezug auf Arbeitsmarktentwicklung nicht eingetreten. Und dass dies so nicht eingetreten ist, meine Damen und Herren, das hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass die Entscheidungsträger national und international die richtigen Weichen gestellt haben. Ich will das bewusst am Ende dieser Veranstaltung auch sagen, weil es uns auch vielleicht ein Stück weiterhilft bei dem, was noch vor uns liegt.
Es wurden die richtigen Entscheidungen von der Politik getroffen in Bezug auf die Bankenrettung, in Bezug auf die Konjunkturprogramme. Es wurden die richtigen Entscheidungen bei den Notenbanken getroffen in Bezug auf die Liquiditätsversorgung des Bankensystems. Es wurden auch die richtigen Entscheidungen der Verantwortlichen in unserer Wirtschaft getroffen, auch von Seiten der Tarifparteien. Auch dies will ich nicht vergessen. Und wir sind auch auf dem Weg der Finanzmarktstabilisierung weitergekommen. Die Diskussionen beispielsweise über eine drohende Kreditklemme sind verstummt. Auch das macht deutlich, dass hier richtige Entscheidungen getroffen wurden, übrigens nicht nur von der Politik, sondern eben gerade auch von Seiten der Finanzwirtschaft. Auch darauf wurde am ersten Teil dieser Veranstaltung ja deutlich hingewiesen. Nun wissen wir aber auch, dass damit nicht alles erledigt ist, sondern dass wir noch vor großen Herausforderungen stehen. Und bei allem, was ich mitbekommen habe, wurde deutlich, dass bei den vor uns liegenden Aufgaben die Antworten auf die gestellten Fragen nicht einfach sind, nicht eindeutig sind und schon gar nicht einmütig sind. Und das ist auch gut so. Aber das macht ja auch deutlich, dass so eine Veranstaltung wie heute notwendig ist und dass sie auch hilfreich ist. Hilfreich für uns in der Politik, um Erkenntnisse zu gewinnen aus den Bereichen der Wissenschaft, aus den Bereichen der Finanzwirtschaft, aus den unterschiedlichen Erfahrungssektoren, die wir heute hören und erleben konnten. Dass es aber vor allem auch wichtig ist, immer wieder zu überlegen, machen wir alles richtig, sind wir auf dem richtigen Weg mit unseren Entscheidungen. Und da ist natürlich immer auch wieder abzuwägen bei der Globalisierung unserer Wirtschaft und insbesondere Finanzwirtschaft, welche Maßnahme im Bereich der Regulierung, aber auch im sonstigen Bereich, auch im Steuerbereich, ist national sinnvoll. Welche sollte man lieber national vermeiden und auf mindestens europäischer Ebene, wenn nicht sogar auf internationaler Ebene durchsetzen? Auch dazu sind eine Menge von Anregungen gegeben worden. Und neben den notwendigen Maßnahmen im Bereich der Finanzmarktregulierung haben wir noch eine andere Aufgabe zu bewältigen. Auch das ist heute Gegenstand der Reden und Diskussionen gewesen, nämlich die Bewältigung der Staatsschuldenkrise, insbesondere auch von Griechenland. Sie wissen, dass das griechische Parlament heute für das Sparprogramm entschieden hat. Und bei allem Verständnis für die Situation der griechischen Bevölkerung gilt schon, weder ein Privathaushalt noch ein Staat kann auf die Dauer über seine Verhältnisse zu leben und sich darauf verlassen, dass die Freunde ihm schon immer helfen. Wir haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Nachmittag nicht nur eine Zwischenbilanz über das, was entschieden wurde, was auf den Weg gebracht wurde, erlebt, sondern wir konnten eine Fülle von Erkenntnissen mitnehmen, auch von interessanten Impulsen mit in unsere Arbeit aufnehmen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse und ich danke vor allem den Rednern und den Teilnehmern in den drei Podien sehr herzlich dafür, dass Sie heute zu uns gekommen sind, uns Ihre Erfahrungen, Ihr Wissen auch zur Verfügung gestellt haben. Und ich danke insbesondere Ihnen, liebe Frau Wevers, für die Moderation des ganzen Nachmittags. Herzlichen Dank dafür. Wir wissen das alles sehr zu schätzen. Wir wissen das alles sehr zu schätzen, dass Sie alle heute Nachmittag zu uns gekommen sind, uns Ihre Zeit gewidmet haben, uns mit Ihren Erfahrungen und Erkenntnissen auch zur Verfügung standen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Die Veranstaltung ist damit geschlossen.